Einen wunderschönen guten Abend. Erstmal, hallo Martin Braun. Und nein, Michelle und Anna sind nicht da, weil das waren nur Gäste. Mhm. Du musst dich mit uns vergnügen. Begnügen. Keine Ahnung. Vergnügen? Begnügen, nicht vergnügen. Hallo Mr. X. Damit nochmal die Streamende hier mal ein bisschen die Technik unter Kontrolle. Währenddessen sagen die Bullen mal ein Hallo. Ich habe gerade gesehen, es hat zweimal geladen. Nicht, dass der Stream laggt. Ja, momentan tut es das auch. Aus welchen Gründen auch immer ist der Stream wieder so ein bisschen behindy. Wir sind technisch heute wieder besonders herausgefordert. Ja, es ist immer wieder dasselbe, weil ich habe vorher noch einfach Tests gestreamt, einfach mal just for fun, und da ging es. Und jetzt wieder dasselbe Prinzip. Es ist, glaube ich, niemals verlässlich. Nee, irgendwie nicht mehr. Seit geraumer Zeit irgendwie nicht mehr hier. Wir kämpfen gegen das patriarchale YouTube-System und Technik allgemein. Also Gabi kämpft und wir hoffen. Drücken Daumen. Wir kämpfen hier und kämpfen hier und es rendert. Also YouTube sagt auch, es empfängt gerade überhaupt gar keine Videodaten. Es ist mal wieder dasselbe Prinzip. Okay, das heißt, jetzt dürfen wir Spannereien sagen. Ist ja nicht online, oder? Im Prinzip nicht, glaube ich. Also es rendert noch so vor sich hin. Das weiß ich gar nicht, ob das immer noch aktuell gilt. Ich traue YouTuber da auch nicht so ganz. Also ich würde euch empfehlen, nicht zu doxen oder so. Wenn wir gerade, also trotzdem nicht live sind, jetzt ohne irgendwas zu doxen, wusstet ihr, dass ein Waschbär sich in bis zu 4 cm kleine Öffnungen reinzwängen kann? Obwohl die so wuschig sind? Nein, warum sollte ich das wissen? Wie machen Weil die das? Weil der menschliche Anus sich auf bis zu 7 cm ausbreiten kann und ein Waschbär, wie gesagt, auf 4 cm klein werden kann. Oh, bitte sag mir nicht, dass ein Waschbär in meinen Arsch hochkriechen kann. Theoretisch schon. Das ist eine Information, die ich brauchte. Das ist eine Information, die ich brauchte. Immer gerne. Meine Lehrerin hat auch mal erzählt, wie klein sich Mäuschen machen können. Und? Wie klein? Sehr klein. Also tatsächlich, ich meine, sie hat irgendwas von einem Strohhalm großen Loch gefasert, aber ich glaube, es möchte sein, dass sie da nicht ganz recht hat. Aber ich möchte auch ungern eine kleine Maus durch den Strohhalm durchzwängen. Also falls ihr Mäuse zu Hause habt, könnt ihr es ja versuchen. Also da ich bald Ratten habe, will ich das gerne mal ausprobieren. Also die müssten jetzt so rein theoretisch doch ihr Köpfchen Hauptsache reinkriegen und dann geht alles. Nehme ich an. Ja, schau mir mal vor, die hängen mit einem, also bleiben mit einem Auge da hängen oder sowas. Was hat er noch? Die Frage ist, warum reden wir darüber, wie Tiere durch Öffnungen oder anderen Löcher geschoben werden? Es ist ein Thema. Mein Gott. Also offiziell habe ich jetzt sehr gut. Ich hoffe, das reicht jetzt mit sehr guter Verbindung. Eben war eine schlechte Verbindung jetzt gerade. Okay, das war gut. Nur, um Verbindungsprobleme zu überbrücken. Ja. Jetzt kommen die richtigen Themen. Ja, ich habe sogar zwei. Je nachdem, ob das Video funktioniert, gibt es ein WDR-Video, wo wir aber immer wieder mal Pause machen müssen. Aber ich glaube, das schaffen wir eh. Und weil es ist halt WDR. Urheberrechte sind ja immer so ein Hater. Oder wir haben einen 2010-Artikel, der wirklich sehr rassistisch ist übrigens. Der wäre echt spannend. Da geht es nämlich um Mobbing von kleinen weißen Kindern in deutschen Schulen von Migranten. Das hatte Inos Zorn mal in einem Video und das war echt spannend. Das ist ein Beitrag von 2010. Da durfte man es noch sagen. Ja, aber es ist ein bisschen deprimierend. Heute gibt es keinen Rassismus mehr gegen Weiße. Das stimmt, also das ist Glück. Geben, das ist so viel. Ja, genau. Darüber reden wir natürlich auch nicht. Deswegen auch Hashtag Not All, weil wir wollen natürlich nicht alle damit betiteln und wir machen eine Distanzierungskarte. Für alle Fälle. Können wir alle Weißen als Rassisten benennen? Das dürfte kein Problem sein. Das darf man machen, ja. Ich meine, das darf man. Also, bei Weißen geht's immer. Es sind nicht die Weißen, es sind die Strukturen, von denen die Weißen profitieren. Mhm.
Das ist schön gesagt. Gut gelernt. Deswegen muss man's, deswegen sollte man es nicht persönlich nehmen, sondern einfach nur es akzeptieren. Es sich zu Herzen nehmen und was soll denen tun? Aktiv seine Privilegien sich aufmerksam machen. So wie die Polen 1933. 39. Und damals waren sie auf, heute nicht mehr. Ha! Die waren damals schon weiß und die werden heute weiß. Also. Das stimmt, aber die Grenzen sind nicht mehr so auf. Möglicherweise sind die Grenzen nicht mehr so weit auf in Polen. Ja, das könnte jetzt gut. Die haben was gelernt, ja. Die haben dazugelernt. Jetzt ist alles wieder tipptopp. Okay. Also ja, aber die eine Ministerin von der SPD, ich weiß jetzt gerade nicht mehr ihren Namen, will ja, was waren es, 25.000 Afghanen reinholen nach Deutschland. Oh, das ist schön. Sind die alle geimpft? Das ist wichtig. Sonst dürfen sie nicht fliegen. Nee, sonst dürfen sie nicht hier rein. Die müssen geimpft sein. Es ist wichtig, es müssen auch die richtigen Impfgegner sein. Also nur Querdenker sind böse und der Rest müssen wir uns selbst so drum kümmern. Dass du da, also ich denke mal auch so, wenn schon irgendwann eine Impfpflicht stattfindet, weil jetzt erstmal für die Pflege, aber seien wir mal ehrlich, das kommt doch irgendwann weiter. Wie ist es da mit Flüchtlingsunterkünften? Müssen die alle zwangsgeimpft werden? Ich habe es mal gegoogelt und darüber getwittert, weil du kannst die Leute ja natürlich nicht zwangsimpfen. Mhm. Was? Aber die haben in Flüchtlingsheimen sowie in Obdachlosenheimen und den ganzen Stellen wird schon geschaut. Also da hat jeder ein Impfangebot praktisch. Aber du kannst die Leute ja sozusagen, zumindest die Leute kannst du nicht zwingen. Und dementsprechend sind da relativ viele, waren die Zahlen hoch gewesen an den Ungeimpften und dann habe ich irgendwann keinen Artikel mehr gefunden zu einem bestimmten Datum. Also so am Anfang vom Jahr hat man sich noch ein bisschen damit beschäftigt und dann gab es einfach nichts mehr dazu. Na, also was ich jetzt zumindest gefunden habe aufs erste googeln. So redet man einfach nicht drüber rüber, das ist gut. Das geht natürlich Hallo? Auch. Ich habe übrigens Freitag meinen Booster bekommen. Ich bin ein guter Mensch. Und du bist ein Übermensch. Das stimmt, danke schön, du auch. Ihr seid generell liebe Menschen. Raxel und Fran, liebe Menschen, bitte folgt denen. Na, das war jetzt süß. Und ich habe mir nicht mehr impfen lassen müssen dafür. Also nicht nochmal. Das ist gut. Nochmal. Aber ich befürchte, dieses Booster-Geschehen wird bald auch wieder überall verpflichtet sein. Ja, das ist bei uns. Ich zwänge mich noch so ein bisschen rum. Ich habe mir jetzt für die nächste, in der nächsten, beim nächsten Besuch vom Arzt, wo wir uns impfen lassen dürfen. Wenn ich dummerweise im Urlaub. Ja, das ist gut. Das kommt ja mal wieder. Glücklicherweise habe ich diesmal BioNTech bekommen, aber trotzdem. Tage waren nicht so dolle. Siehe, ich hatte BioNTech und ich hatte Probleme danach. Ja, das ist. Und Riesenbabys. Und ich habe bei Twitter gelernt, es gibt keine Nebenwirkungen. Also von daher. Ja, meine Mama hat mir auch Faktenchecker-Videos geschickt. Ich meine, auch wenn meine Frauenärztin sagt, das ist eine Nebenwirkung, die jetzt nicht schlimm ist, aber die halt auftritt. Und wenn ich sage, dass ich eine Nebenwirkung habe, die ziemlich deutlich ist, ist egal. Wenn Faktencheck was anderes sagt, dann sagt Faktencheck was anderes und das ist dann die Realität. Ja, das macht Sinn. Ja, ist ja ein Faktencheck. Genau. So wie Faktencheck auch geschrieben hat, dass es keinen Impfpflicht geben wird. Das wäre eine Verschwörungstheorie. Ja, natürlich. Wie bedauerlich. Jetzt gibt's sie nur für die Pflege. Erstmal. Das wird auf Dauer sowieso auf alle hinauslaufen. Naja. Bei uns ist es halt wirklich, die Leute freuen sich so ihre, dass die. Aber wortwörtlich, das sagen halt erwachsene Menschen zu mir, ach, ich darf mir jetzt den nächsten Pieks abholen. Prima. Yeah. Ja. Sie so die Hände wie Mr. Burns. Dabei freuen die sich doch nicht darauf, dass sie gesund bleiben, sondern dass sie wieder rumlaufen dürfen. Ich weiß es nicht, sondern das ist. Komm, ich mag die Leute, das ist sich total, aber es ist wie warm. Ja. So, das ist auch so eine Mitteilungspflicht. Also, auch mein Betreuer von der Bachelorarbeit, so, der übrigens sehr lieb ist, ich will nichts gegen ihn sagen, aber so, ja, bei mir ist es schon wieder so weit. So, als. Und ich habe ja nicht gefragt und sonst irgendetwas, sondern einfach hat er sich in der Pflicht, glaube ich, gefühlt, mir zu sagen, dass er bald jetzt seinen Boostertermin hat. Und das ist doch schon irgendwie ein merkwürdiges Gefühl. Ja. Eben genau, das ist das. Das ist so ein, die Leute freuen sich richtig drauf, als ob die sich jetzt irgendeinen Bonus abholen würden.
Also wirklich so eine komische, unhinterfragende Freude, einfach nur darauf, sich jetzt wieder pieksen zu lassen. Also, es ist wie, als ob die Impfung halt so eine Belohnung wäre und dann, wenn du weißt, du bist gleich geimpft, setzt sich ganz viel Serotonin und Freude, Hormone und sowas frei. Aber gut, manche sprechen immer noch davon, dass es keine Verpflichtung gegenüber den Arbeitgeber gibt. Aber wir müssen das durchaus zertifizieren, dass wir geimpft sind. Ich musste das vorzeigen. Musste ich auch. Wir haben eine Person im Haus, die ungeimpft ist. Und auch hier, ich liebe meine Kollegen, die sind unfassbar nett alle miteinander. Das sind wirklich, wirklich liebe Menschen und ich möchte da weiterarbeiten. Aber gegenüber der Person, die jetzt ungeimpft ist, das ist schon ein harter Umgang. Also zum Beispiel, alle tragen keine Maske in einem Büro, obwohl es mehrere Menschen sind oder auch durcheinander gelaufen ist, also man eng aufeinander zugeht. Wenn jetzt die Ungeimpfte einfach nur die Tür aufmacht und was durchsagt, alle setzen sofort die Maske auf und sagen auch ihr, sie muss jetzt die Maske sofort aufziehen. Es ist halt Ja, ein aber selbst die echt Geimpften unfairer sind Umgang. doch, also ich verstehe es nicht, die Geimpften sind doch infizierbar und stecken andere an. Ja, definitiv. Also. Aber trotzdem, ich zeig dir, es ist nicht rational. Es ist wirklich nicht rational. Und ich finde den Umgang gerade von eigentlich so netten Menschen so fies und komisch und verstörend. Ja, mein Team hat auch gesagt, die Ungeimpften sind ja selber schuld, wenn sie zu. Wenn sie so behandelt werden, weil sie hätten es ja schon längst machen können. Da ist überhaupt Genau gar keine, das. die Fre nicht mehr, da ist nirgends diese Freiwilligkeit, wo man sagen könnte, ja, man muss sich ja gar nicht impfen, sondern nee, es muss ja sowieso jeder machen. Ja, aber die Leute sind halt eben selber Aber schuld, wenn du deinen Job was verlierst. erwartet man nach Monaten von Denunzierungen aus den Medien? Und vor allem die ganzen Einschränkungen, es ist voll witzig, weil Leute, die jetzt ungeimpft sind, nicht mal mit dem Bus irgendwo hinfahren können, um sich zu impfen. Bringt voll was. Kavalier, der ist neu hier, meinte, naja, ich empfinde keine Freude am Impfen, aber bin froh, geimpft zu sein. Ja, das kannst du ja ruhig. Ich bin auch geimpft. Allerdings empfinde auch keine Freude oder sonst irgendetwas. Ich musste es tun und ich hätte es gern gehabt, dass es für mich eine Freiwilligkeit ist Das und ist kein es ja. Zwang. Also es ist eher eine Weil. Erleichterung, weil du mehr gewisse Weise Rechte hast, die du einfordern kannst. Ja. Ja, du hast definitiv mehr Rechte. Sei es einfach, dass du wieder in ein Museum reingehen kannst. Das geht ungeimpft auch nicht. Das ist Oder eine eben Erleichterung nicht. im Alltag. Ja. Und man darf seinen Job behalten. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Das stimmt. Das wäre auch eine Problematik gewesen. Ja, das und ich dürfte jetzt auch nicht in die Bibliothek reingehen. Also ich dürfte nicht in die Bibliothek, ich dürfte nicht in meine Uni, ich dürfte nicht in meinen Arbeitsplatz. Das. Ja. Das ist Das ist halt jetzt so. nicht ganz freiwillig. Die meisten wurden halt schon gedrängt in die Richtung. Ohne Impfpflicht. Ach, übrigens, ich esse gerade nur, falls sich irgendjemand fragt, warum ich so halbwegs abwesend bin. Ich habe fast gar nichts gegessen heute. Heute Morgen Brötchen, dann nichts mehr. Dann guten Hunger, Axel. Ja, und es tut gut. Es tut gut, wieder was zu essen. Was komischerweise ist das nur in Deutschland so, in allen anderen Ländern Welt sind die Leute automatisch impfen gegangen. Na, das stimmt aber jetzt wirklich nicht. Also ich weiß nicht, ob du die Demonstrationen gegen Impfpflicht zumindest oder Impfzwang oder Corona-Maßnahmen momentan verfolgst, aber die sind weltweit. Ich meine, wenn sich alle freiwillig impfen lassen würden, dann bräuchte man auch das Camp in Australien nicht. Zum Beispiel, ja. Ich glaube, Österreich ist auch momentan ziemlich voll, ne, mit Demonstrationen dagegen. Und da hatte ich letztens auch schon einen Beitrag dazu gesehen. Also Tamara zum Beispiel hatte ein Video dazu, wie es denn halt Kindern geht in dieser Zeit. Und es ist ja halt nicht Coronas Schuld. Also der Virus selbst ist nicht schuld, dass die Maßnahmen uns halt so einschränken, dass es den Leuten schlechter geht. Ja, es ist halt Panikmache, es ist, dass die normalen sozialen
Sachen einfach komplett ausgelassen werden, dass die Leute eingesperrt werden, häusliche Gewalt geht wieder hoch, Alkoholkonsum geht hoch, die sozialen Systeme, die zur Unterstützung da wären, zur Hilfe da wären, sind nicht mehr so möglich. Die Leute vom Jugendamt können zum Beispiel nicht einfach einen Hausbesuch machen. Ja, da leiden Kinder drunter, da leiden alle Leute drunter, Jugendliche, psychisch Kranke nochmal. Dementsprechend sind ja auch die Selbstmordraten einfach gerade bei Jugendlichen oder auch ja, Einlieferungen einfach hochgegangen, wobei auch die Einlieferungen in Psychiatrien halt schwieriger geworden sind. Ja, ja. Müssen da immer noch freie Betten eigentlich gelassen werden? Für potenzielle Corona-Patienten, oder? Ja, in Psychiatrien jetzt nicht. Okay. Also in den Psychiatrien ist es aber auch so, dass die Gruppen dummerweise, dass viele Gruppen zugemacht worden sind, beziehungsweise das ist halt so überfüllt. Ja. Also es ist A, komplett überfüllt, weil zu viel Nachfrage ist, und B, zumindest für Zeiten, das zugemacht worden ist. Und ich wollte schreiben, was Snofka sagt. Sorry, Snofka. Ah, ich glaube, es ging um irgendeinen Beitrag von Isaac Keitz, Frittenhaus. Ergo würden die Deutschen nicht so wissenschaftsfeindlich sein, bräuchte es den staatlichen Druck nicht. Ich befürchte, dass die meisten Ungeimpften nicht unbedingt unsachlich oder unwissenschaftlich damit umgehen. Was? Ja, vor allen Dingen weiß ich jetzt nicht, warum auf Deutsche bezogen. Also wie gesagt, die Demonstrationen sind halt weltweit. Samstag war eine in Wien gewesen, in Hamburg. Gut, Hamburg ist jetzt in Deutschland. Es gibt trotzdem halt auch in anderen Ländern europaweit und in den USA und in Australien, also halt auch weltweit Demos dagegen. Also das ist halt Schwachsinn. Es geht um die Unverhältnismäßigkeit. Wenn es jetzt sowas wäre, was uns alle innerhalb von Tagen umbringen würde, wird, glaube ich, niemand dagegen. Das stimmt, ja. Und zumal die Impfung jetzt unabhängig davon, welchen Schutz er bietet, natürlich auch eine Nebenwirkung hat. Und diese, finde ich, sollte jeder für sich entscheiden, ob er diese auch möchte. Oder potenziell annimmt. Zum Beispiel ist die Risikogruppe ja vor allem über 50, über 60-Jährige. Warum sollten sich dann Junge, also gezwungen fühlen, beziehungsweise gezwungen werden, sich impfen zu lassen? Andererseits kann man auch sagen, ja, okay, gut, es geht darum, dass die es nicht mehr übertragen, was ja auch nicht so ganz stimmt. Ja, die Wahrscheinlichkeit wird gesenkt, aber trotzdem gibt es halt die immer noch. Also, es ist schwierig. Zumal jetzt vor kurzem auch mehrere Beiträge, einmal Fokus und glaube ich Welt war, wegen der Herzmuskelgeschichte. Das ist mehrere junge männliche, ab 30 circa, die halt immer wieder Probleme mit dem Herzmuskel hatten. Und da kann ich nachvollziehen, wenn Leute dann tatsächlich überlegen, ist das wirklich sinnvoll mit der Impfung für mich? Also laut einer japanischen Studie, aber ich weiß nicht, wie zuverlässig das ist, ist eine Chance bei jungen Männern 1 zu 5.000 eine Herzmuskelentzündung zu bekommen. Allerdings, wie gesagt, ich weiß nicht, wie zuverlässig. Mhm. Ihr könnt mich auch einfach da ignorieren und sagen, die labert scheiße oder so. Aber wenn ich das später finde, verlinke ich das gerne noch hier runter. Aber ich finde, es geht auch wiederum nicht darum, ob die Impfung jetzt wirkt oder nicht. Das ist mir jetzt eigentlich allerdings sehr scheißegal. Sondern es geht darum, wie der Staat reagiert. Dass er keine Kontroversen, in dem Fall gegen die Impfung, Meinung zulässt. Neulich, also heute auf Instagram, wenn man unvaxxed eingibt und etwas zu suchen, stürzt Instagram ab. Genauso wie ungeimpft. Oder, und das ist doch schon etwas beunruhigend. Also in den Medien, also bei, ich glaube, das war der Bayerische Rundfunk, war es, soll kein Ungeimpfter mehr vor der Kamera stehen. Und natürlich 3D, 2D, all das ist besorgniserregend, wie der Staat, die Regierung mit uns umgeht. Jetzt ist vor allen Dingen, dass da eine Grenze, also viele Grenzen komplett gefallen sind. Also wirklich, also komplett weg sind und wenn es einmal gefallen ist, sowas wird nicht mehr zurück aufgestellt. Jetzt ist es halt Corona, dann muss wegen Corona auch das nächste passieren, jetzt sind wir bei der vierten Impfung, die kommen muss.
die Leute werden in ihren Grundrechten eh schon beschnitten und wenn das einmal angefangen hat, gibt es kein Halten mehr und das wird halt mit der Zeit Schritt für Schritt immer mehr und das in Ordnung scheinbar ist und die Leute auch noch wirklich denken, dass es da rein um den Schutz von allem geht, ist halt keine Ahnung, denke ich halt ziemlich anders. Ja, es ist mit Sicherheit keine einfache Entscheidung, aber würde man nicht vermeidend sagen, es wäre am sinnvollsten, jeder entscheidet das für seinen eigenen Körper? Ja. Nee, es ist halt tatsächlich, ich möchte nicht für andere Leute entscheiden müssen, ob sie sich impfen lassen und damit einem anderen Risiko ausgesetzt werden. Das gerade jetzt bei einem jungen, erwachsenen Mann um die 30, den möchte ich nicht zwingen, sich impfen zu lassen, einfach weil ich da das Risiko als zu groß einschätze. Gleichzeitig, ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss und ich finde es auch gleichzeitig nicht in Ordnung, dass andere das für einen entscheiden wollen. Es ist, muss eigentlich die eigene Entscheidung tatsächlich sein. Also im Maskentragen sowas ist natürlich klar, aus Rücksicht auf andere, auch wenn es jetzt nicht angenehm ist, finde ich in Ordnung. Aber eine Impfung, wo halt die ganze Zeit neue Nebeneffekte auftauchen, deren Wirksamkeit, die Häufigkeit, wie sie geimpft werden muss, was sich die ganze Zeit verändert, das ist halt unverhältnismäßig. Ja, also ich würde tatsächlich auch meinen Kontakt mit Menschen vermeiden, als auf die, also wenn ich wirklich der Meinung wäre, die Impfung wäre nichts für mich, dann muss ich mich halt anders in gewisser Weise darauf einstellen, klar. Ich finde es auch absolut testen zum Beispiel, finde ich absolut in Ordnung. Ich meine, klar, der Test ist auch nicht hundertprozentig gut, aber die Impfung halt auch nicht. Dieser inhärente Druck, der dahinter steht, finde ich ein bisschen schwierig, weil klar, man muss was tun, aber ist es im Zweifelsfall gut, die Leute mehr oder weniger dazu zu drängen, obwohl sie nicht darüber nachgedacht haben, was das für sie bedeutet, finde ich ein bisschen schwierig. Das ist halt so ein blinder Staatsgehorsam, beziehungsweise in dem Fall eben nicht nur Staatsgehorsam. Klar, Staat tut es mit durch, also setzt es halt primär durch. Gleichzeitig sind die Unternehmen, also die Pharmaunternehmen, die jetzt hinter den Impfstoffen stehen, gerade wie Pfizer, sind nicht unbeschrieben. Die haben schon betrogen. Die machen starke Lobbyarbeit. Die haben auch schon gefährliche Medizin rausgebracht. Deswegen finde ich dieses blinde Vertrauen denen gegenüber von der Politik absolut, also unverantwortlich den Bürgern wieder gegenüber und von den Bürgern selber absolut unverantwortlich, sich das einfach spritzen zu lassen und das dann auch noch anderen Leuten aufzuzwingen. Männchen, Meeressäuger. Männchen. Hey. Einen guten Abend. Ja, aber ich finde, genug über Impfung geredet. Ja, durchaus. Das ist ein Thema, das ist für sich und da gibt es sehr viele diverse Meinungen, finde ich auch schön. Na, eigentlich gibt es, glaube ich, nur drei. Gut. Darf ich noch eine Sache ganz kurz sagen? Mhm, gerne. Nur zu Pfizer, das ist ein Artikel vom Manager-Magazin vom 30.08.2001. Da gab es eine Klage gegen den US-Konzern, als er Medikamente in Nigeria getestet haben mit Todesfolge. Das sind die Eltern von 30 Kindern, die da Klage eingereicht haben. Hm. Also ja, klar, du kannst halt Kinder in Entwicklungsländern umbringen mit Medikamenten, aber Hauptsache etwas, also so 20, 25 Jahre später ist es wieder cool. Also, ja, doch, dem vertraue ich absolut. Ja, da gibt es ja echt sehr viel zu ihrer Meinung zu. Ich persönlich. Naja, wie gesagt, es ist halt in dem... Ja, ich persönlich könnte jetzt auch keine absolutäre Meinung dazu sagen. Ich persönlich hätte aber es schöner gefunden, wenn ich nicht dazu genötigt worden wäre, mich impfen zu lassen. Im Zweifelsfall habe ich auch bei jeder Impfung relativ scheiße drauf reagiert. Hm. Finde ich nicht schön. Nein, dann einen Zwang drauf zu machen, ist halt relativ scheiße. Da muss man sich halt noch nicht wundern, wenn Leute dagegen sind. Ja, es geht halt um einen selbst. Und den meisten ist es ja tatsächlich wichtig, wie es einem gesundheitlich geht. Und das bezieht sich nicht unbedingt, wie Fact Please sagt, um die Freiheit, sondern die Gesundheit impliziert ja auch, dass die Impfung mich auch krank machen könnte. Das impliziert die Gesundheit. Und das finde ich schwierig einzuschätzen.
Weil natürlich möchte ich meine Freiheiten haben, aber ich möchte auch unter dieser Prämisse die Impfung auch bewerten können. Und das fehlt mir hier. Weil ich habe immer wieder die Nebenwirkungen, die ich gehabt, gemeldet und versuche ja auch immer wieder neue Erkenntnisse zu sammeln, weil die Impfung ist noch in der Testphase, ich verstehe es auch. Das dauert ein bisschen, bis es dazu kommt, dass dass alles vernünftig läuft. Ist bei jeder Impfung so gut. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es, wenn es zur Nebenwirkung kommt, jemand erstens darüber spricht und zweitens, wer würde dafür haften, wenn es passiert durch die Impfung? Der Staat, die Ärzte, wer? Wenn jemand zu Schaden kommt. Da fehlt mir so ein bisschen darüber zu reden. Ja, halt ein Diskurs darüber, was ja halt auch so schwierig ist, dass es auf beider Seite Ärzte, Pflegekräfte etc. gibt. Ja. Und es ist halt schon immer gefährlich, wenn ein Impfstoff, wenn ein Medikament praktisch nicht mehr mit dem Medizinischen allein zu tun hat, sondern dass es, oder beziehungsweise das Medizinische zweitrangig ist, weil das nur noch, wo halt auch ein Diskurs drin möglich ist und eigentlich auch zumindest bei der Entstehung dabei sein sollte, sondern wenn es halt mehr politisch ist, mehr Lobbyarbeit ist und es nur noch eine gute, richtige Meinung praktisch dazu gibt, das ist verdammt gefährlich und nicht demokratisch und vor allen Dingen nicht gesund. Ja. Das Fazit dazu. Schön gesagt, Freund. Ja, wir haben zwei Sachen. Wir hätten entweder ein WDR-Ding, da können wir natürlich gucken, ob uns YouTube das urheberrechtlich erlaubt für 2 Sekunden. Oder wir gucken uns den Artikel an, der natürlich sehr rassistisch ist übrigens. Vorwarnung und Triggerwarnungen dabei. Ich wäre für das WDR-Video und falls es geht, können wir auf den... Ja, gut. Können wir so machen. Ist drin. Ich... Kann, wenn ihr möchtet, kann jemand auf Start drücken? Dann probiere es aus. Ich wünsche mir, dass alle Kinder sich in ihren Kinderbüchern und in ihrem Spielzeug wiedererkennen können. Und dass Diversität so normal ist, dass wir irgendwann nicht mehr darüber sprechen müssen. Vor 35 Jahren waren sie Kindergartenkinder in Deutschland. Ola Olo, Fayembola. Ich komme ja aus. Wie ist es bei euch? Habt ihr euch es wichtig empfunden, irgendwelche Puppen zu haben oder Geschichten, wo ihr euch repräsentativ irgendwo erkennen könnt? Und als ich klein war, wollte ich eine schwarze Baby Born haben. Hab sie nicht bekommen. Oh, warum nicht? Das weiß ich bis heute nicht. Weil die schwarz ist. Aber das heißt ja. Ja? Das heißt ja, dass das Kinder nicht das, diesen Drang haben, sich oder? Was sagt ihr? In einer bestimmten Entwicklungsphase bestimmt, aber jetzt nicht so explizit, dass ich direkt auf die... Also ich hätte jetzt nicht eine Puppe ausgewählt oder irgendeinen Star repräsentativ gefunden, weil er weiß es. Bin ich ehrlich. Ja, vielleicht in der jugendlichen Zeit, wenn man so in der Findungsphase ist. Wirklich, ja. Wo viele dann vielleicht in diese Graphic-Szenen reingehen oder was anderes machen. Keine Ahnung, sich die Haare färben. Ja, gut, durchaus. Also ich kann mir vorstellen, dass man gern so Prinzessin spielt oder auch Superheld, je nachdem, was man so gerne hat. Ich habe ja gern so Kostümchen getragen und irgendwelche Rollenspielchen gemacht und war dann auch gern Prinzessin. Aber ich war auch dick, also vielleicht gibt es auch dicke Prinzessinnen. Mir war das egal. Ich habe nicht drüber nachgedacht, ob die Prinzessinnen jetzt alle so aussehen wie ich. Also ich muss zugeben, ich habe noch nie gedacht, dass ich aussehe wie Barbie. Ich sah auch noch nie aus wie Barbie, tut mir leid. Ich bin klein und dick, das war schon immer so. Die Augenfarbe ist falsch, alles. Also, keine Ahnung, ich sehe definitiv nicht aus wie eine Barbie. Das ist ja... Ich weiß nicht, warum... Also, keine Identifizierung. Also, und mir fällt wer ein, den ich richtig geil fand, Jasmin. So von ihrer Art her, dass sie zwar einen strengen... Aladdin. Ja, dass sie so einen strengen Papa hatte, aber machte, was sie wollte. Die hat drauf gefickt, die hat einfach gemacht, was sie wollte. Das fand ich cool. Aber da habe ich mich auch nicht mit so arabischen Ecken oder so, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass sie aus Arabien kommt und aus so
ganz anderen Ecken oder so. Ich mochte am liebsten Mulan. Oh, die war cool, ja. Auch eine sehr starke Frau. Der Film ist mit am besten. Ja, ist so. Ich habe übrigens ansonsten auch primär mit den alten Sachen von meinem Bruder gespielt. Ich habe ja auch seine Kleider getragen und seine Sachen allgemein alles vererbt bekommen. Ja, kleine Schwesterproblem, ich auch. Aber ich habe mich auch nie mit einer Playmobil-Figur identifiziert. Stimmt, ja. Ich hatte übrigens auch einen Pikachu und einen Teletubby, die Lala. Mit der habe ich mich auch nie identifiziert. Also, ich kann es verstehen, wenn man sowas für sich haben möchte, aber es gibt tatsächlich farbige Figuren, wenn man so viel Wert darauf legt. Ja, gibt es. Und auch Disney-Figuren. Ja. Gibt es so einige. Ja, Also Disney ist ja divers. Ja. Hätte ich nicht drüber nachgedacht. Ehrlich gesagt. Nee. Aber gut. Ich glaube, jedes Kind nimmt das auch gar nicht so wahr, weil du hast unterschiedliche Kinder aus unterschiedlichen Ethnien und du denkst dir halt nicht so viel drüber nach, dass die Mama von deiner Freundin ein Kopftuch trägt, dann fragst vielleicht mal danach oder so. Oder dass deine Freundin ein bisschen dunkler ist. Ich hatte eine Freundin, die kommt aus Sri Lanka. Ich habe mir auch nichts daher gedacht. Ich kenne die seit dem Kindergarten. Ja. Ich weiß, als ich mal klein war, habe ich gefragt, warum der Typ so eine dunkle Haut hat. Da hat Mama mir es erklärt. Ja. Und das reicht Kindern eigentlich in der Regel. Ist ja tatsächlich so. Ja. Also ich hatte damals im Kindergarten eine Freundin mit einer anderen Hautfarbe. Und das einzig Blöde war tatsächlich gewesen, dass sie nicht von ihrem Papa aus nicht mit in die Kirche durfte. Und wir haben eben in der Kirche ein Stück aufgeführt, praktisch mit dem ganzen Kindergarten. Ich hatte die wichtige Rolle einer Blume. Das ist schön, das ist sehr wichtig, ja. Sehr. Und ja. Die Freundin hatte die ganze Zeit mitgeübt. Und es war eigentlich klar gewesen, dass sie mit darf. Und dann hat einen Tag vorher ihr Papa irgendwie war total sauer, hat angerufen, dass sie nicht mit rein darf, also nicht in die Kirche nicht betreten darf. Ja. Das war halt kacke. Aber ansonsten. Warum durfte sie nicht in die Kirche? War sie Muslime? Ja. Aber die Kirche hat ja jetzt nicht gesagt, dass sie da nicht rein darf, oder? Nein. Oh Gott, nein, gar nicht. Also eher von der Familie her. Nur von der Familie so. Aus. Also da hat sich halt auch keine Gedanken drum gemacht gehabt, tatsächlich. Das ist schade. Das war echt schade. Also ich fand es immer sehr interessant, weil ich habe sogar mal die Fastenzeit mit meiner Freundin mitgemacht. Ich habe es auch nur 2 Tage geschafft oder so. um einfach zu gucken, wie das so ist. Weil Interesse halber findet man das ja spannend, wie das bei anderen ist. Also das Erste, wo ich das gemerkt habe, ist, dass ich persönlich ja recht strenge Eltern hatte aus so einem polnischen Milieu mit erzkonservativ und ich zum Beispiel nie, und Abend an 13, dass ich nie zu irgendwelchen Jungs irgendwie da schlafen durfte, weil meine Eltern Angst hätten, da könnte was passieren. Und bei meinen deutschen Freundinnen war das natürlich nicht der Fall, da war das egal. Dann wiederum bei muslimischen Freunden oder bei hinduistischen, also bei den Hindus war es auch so, dass die Eltern streng war. Ich hatte eine Freundin, da ist bei jedem Treffen die Mutter vorbeigekommen, um zu gucken, ob sie wirklich mich trifft oder jemand anderen. Also richtig streng. Und da habe ich die ersten Unterschiede gemerkt, einfach aus so einer kulturellen Basis, aber jetzt nicht in kleinen Kindheitstagen, wo ich dachte, oh, das gibt's auch. Ich weiß halt auch nicht, wie gut das ist, wenn du Kinder damit erziehst, dass praktisch sie repräsentiert werden müssen in der und der Form und sie, also wenn da praktisch schon so ein Zwang und so ein extremer Wert darauf gelegt wird, die meinten ja eben, dass Diversität eigentlich nichts mehr sein sollte, worüber man sprechen muss und gleichzeitig muss dann eine Quotenregelung bei den Barbies geben oder wie? Ja, das ist es. Die reden halt die ganze Zeit konstant darüber und soll ich meinem Kind jetzt wirklich alle 2 Minuten sagen, guck mal, die Barbie-Puppe ist schwarz, du nicht. Guck mal, dieses Kind dahin ist schwarz, du nicht. Wie interessiert das? Und ich finde das auch nicht gut, das dem Kind die ganze Zeit zu sagen. Hey, da ist ein schwarzes Mädchen. Entschuldige dich bei ihr, dass du Privilegien hast. Los. Oh, das wird so kaputt, das Kind. Kartoffel. Jedes Mal dem erstmal erzählen, wie schlimm es eigentlich ist. Das ist cool.
Ja, erstmal niedermachen. Ja, ich denke halt, dass tatsächlich Selbstbewusstsein stärken und einfach auf die Hautfarbe komplett scheißen. Mhm. Und kulturelle Sachen, die du mitgeben möchtest, gib sie mit. Egal welche Kultur. Ja. Außer es ist jetzt irgendwas, was andere Leute schädigt. Du solltest jetzt nicht irgendwie Antisemitismus, Nazitum oder Antisemitismus aus anderen Ecken mitgeben. Das ja, ist klar. Also, dass ich sowas wie Homophobie jetzt auch nicht weitertragen möchte, ist klar. Das habe ich zwar erlebt in der Erziehung, aber das will ich nicht weitertragen. Das ist nachvollziehbar. Aber manche Dinge findet man auch irgendwie schön, ne? So traditionelle Sachen oder so Essenskulturen. Ja, eben, so positive Sachen eben. Oder auch die Musik aus der eigenen Kultur, ein Modestil. Jede Kultur hat echt schöne Punkte. Das stimmt, ja. Nur zum Beispiel eben auch wieder die Zweitrangigkeit von Frauen. Also die Wertung von Frauen ist, wie gesagt, in Deutschland echt, also überhaupt in der westlichen Welt, verdammt gut. Das finde ich, ist halt auch was man machen sollte, aus meinem kulturellen Aspekt aus. Sehe ich auch als Teil meiner Kultur tatsächlich, dass Frauen gleichwertig sind. Ja, klar. Sollte einem Kind natürlich auch weiter zugetragen werden, dass sie halt auch alles machen kann, was sie möchte, unabhängig davon, welches Geschlecht. Genau, und das fände ich, es wäre zum Beispiel eigentlich eine interessantere Diskussion, wenn ich jetzt mit jemandem reden würde, der streng muslimisch ist und der sagt, meine Tochter hat hat halt einen anderen Rang, einen anderen Stellenwert als ein Mann. Mhm. Und es gibt genug von den konservativen Leuten, das glaube ich, muss man jetzt nicht schön reden. Natürlich nicht alle, also Herr Stecknot-Old, du hast es ja eh schon da. Aber wenn ich jetzt mit so einer Person sprechen würde, die ihm sagt, Frau weniger wert. Und ich sage, eine Frau hat gleich viel Wert. Und ich sage, beides ist ein Teil der Kultur sozusagen oder der eigenen kulturellen Auffassung. Wie macht man denn dann aus, ob eine Mehrwert ist oder nicht? Oder kann ich das praktisch von dem Lebensort aus machen? Ja, das ist auch durchaus interessanter. Ich meine, es ist auch durchaus schwierig, klar, Erziehung und Kultur. Ich kann auch nachvollziehen, dass viele Eltern auch bestimmte Werte weiter vermitteln möchten. Wodurch ich aber denke, gut, das Kind hat in Deutschland halt auch Rechte. Da muss man halt so die Waage treffen. Wie gesagt, mein Lieblingsbeispiel ist immer noch der Vater, wo dem schwerkranken Kind aus dem Koran vorliest, anstatt es zum Arzt zu bringen. Ja, das ist hilfreich, ja. Aber da ist halt immer die Frage, wo ist man dann auch so im Sozialbereich? Dann wird das Kind vernachlässigt? Ist da eine Verwahrlosung? Also solche Dinge finde ich auch wichtig zu entscheiden in dem Moment. Ja klar, eigentlich wäre es eine Kindeswohlgefährdung. Ja. Eigentlich. Ja. Da muss man ja halt immer so die Mitte zwischen Religionsfreiheit und Rechten der Kinder auch mit einbeziehen, ja. Ja klar, diese Rechte der Erziehung, Kinder. Aber ich denke tatsächlich, wenn du in ein Land kommst, musst du dir in gewisser Weise über die Kultur darüber einfach bewusst sein. Wenn ich jetzt tatsächlich mit meiner Familie in ein stark islamisches Land ziehen würde, dann würde ich auch wissen, dass ich meine Tochter, dass die sich verschleiern muss. Und dass, ja, dass die da anders behandelt werden müsste, dass die wahrscheinlich immer jemanden bei sich haben müsste, dass sie nicht allein auf die Straße darf. Mhm. Das wären alles Punkte, über die ich mir dann klar wäre. Ja. Dementsprechend, wenn ich jetzt in Deutschland bin, finde ich es aber umso wichtiger, dass das hier eben nicht der Fall ist. Ja. Seine Freundin, dass die halt auch im Minirock raus kann. Eine muslimische Freundin, die fand ich ganz spannend, die hat mir mal halt erklärt, dass Frauen und Männer unterschiedliche Pflichten und Rechte haben. Aber ja, und das finde ich immer so schwierig, wirst du eigentlich, wenn du eine, naja, folgsame Muslima bist, wie eine Göttin behandelt. Aber nur unter dem Aspekt, dass du dich auch in die Richtlinien hältst. Und das finde ich schwierig. Nee, es ist halt so goldener Käfig-mäßig, aber ja. Finde ich absolut nicht in Ordnung, nein. Ja. Also gut, wenn eine erwachsene Frau sich dafür entscheidet, sie findet das geil und macht, dann lebt konservativ, habe ich auch nichts gegen. Gut, aber kannst du halt anderen Leuten nicht verpflichtend irgendwie aufdrängen. Vor allem kannst du dann eigentlich nicht auf die Leute auch runterschauen. Nee. Es hat immer so eine Waage zwischen den eigenen Freiheiten und die Freiheiten des anderen, ne? Ja, aber das ist halt tatsächlich auch ein Stück weit schwierig. Ja. Und auch hier jetzt sowas wie eben Quotenregelungen oder sonst komplett strenge Regelungen aufzusetzen,
auch schwierig. Oder eine komplette, wir haben die Diversität, praktisch von allem muss ich auch eine Diversität von stark konservativen, zum Beispiel islamischen Werten, das ist ja das Bekannteste, deswegen sage ich jetzt immer konservativ-islamische, aber muss ich dann auch die repräsentiert haben und als mögliches positives Vorbild mit ausgeben, auch wenn ich eigentlich nicht finde, dass das mit der westlichen Kultur, die hier eigentlich ausgelebt wird, übereinstimmt. Wie gesagt, ich finde es schwierig und ich finde es dann erst recht schwierig, wenn einfach zwei Leute ihre Meinung dazu nicht diskursoffen sind und praktisch von oben herab die das Richtige sagen dürfen. Jo. Und 13 muss noch arbeiten, du Arme. Dann eine schöne Arbeitszeit wünsche ich. Mögen sie schnell vorbei sein. Viertel vor 9 und das am Sonntag. Ich beneide dich nicht. Ich würde mich jetzt am liebsten ins Bett hauen. Ich bin so froh, dass ich nicht mehr im Altenheim arbeite. Wochenende frei haben macht Spaß. Machen wir weiter mit dem Video. Ja, gerne. So ein bisschen abgedriftet. Es ist zum Glück auch nur 5 Minuten lang, glaube ich. Süddeutschland und Thibaut Wenger. Ich bin ja im schönen Norddeutschland aufgewachsen. Bitte sag mir, dass das eben gerade ein Witz war, dein Name. Ich will mich nicht über den Namen lustig machen. Ich befürchte, das ist der Name, ja. Also, aber ich will den nochmal hören. Und Thibaut Gronimin. Ich bin ja im schönen Norddeutschland aufgewachsen. Sie sind mit vielen Geschwistern und weißen Bilderbuchfamilien aufgewachsen. Weißen Bilderbuchgeschichten. Ich hatte eine schwarze Puppe. Ansonsten waren meine Spielsachen eher von weißen Kindern durchdrungen. Es gab natürlich schon auch Kinderbücher, also Klassiker, die natürlich auch schwarze Kinder haben. Aber das waren eben keine Identifikationsfiguren, weil sie ja häufig negativ, simpel abgebildet waren. Aber die wollte ich natürlich nicht sein, weil sie nicht... Ja. Sind die so negativ immer abgebildet und simpel? Das weiß ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Spannend. Also, ich kenne Geschichten, die sind natürlich alle auf eine Art von Weise moralisierend. Das sind ja alle Geschichten so, ne? Mit so einem herzensguten Ding. Aber jetzt wirklich so negativ. Also es gibt doch reihenweise Geschichten mit Superpowern und Frauen. Auch mit Hautfarben Unterschieden. Bestes Beispiel ist Disney. Ich war gerade ganz kurz auf der Toilette gewesen. Könnt ihr die letzte halbe Minute nochmal zusammenfassen, was wir gesagt haben? Einfach, dass ihr Identifikationsfiguren gefehlt haben in ihrer Kindheit, vor allem in Büchern und Spielsachen. Also, nichts hast du verpasst, bis auf einen sehr witzigen Namen. Sagst du, macht mehr mein Namensshaming. Ja, ich wette, das hat sehr häufig gehört und es tut mir auch wirklich leid, aber... Es ist ein witziger Name, ja. Yes. Was ist der Name? Och, Hanna, wie hieß sie denn? Da Benga. Irgendwie so. Es ist kein einfacher Name. Und ja, man könnte sagen, es ist kein westlicher Name. Ja. Was übrigens, weil ich mich ja mal ein bisschen mit dem ganzen Zeug so beschäftigt hatte, es gibt beispielsweise in Afrika hat ja auch jedes Land nochmal und jeder Stammvolk so seine eigenen Sagen, Ursprungsgeschichten, die manchmal ein bisschen schwierig sind, aber die auch sehr interessant sind, dass sie ihre eigenen Volkssagen, so wie bei uns zum Beispiel ja, unsere Sachen gewesen sind und bei denen sind ja deren Sachen ursprünglich mal da gewesen. Da gibt es jetzt bis auf Sachen mit Kolonialismus, was jetzt nicht das Normale ist, sondern einfach in ursprünglichen Volkssagen, das sind die Leute auch nicht weiß. Also das ist auch als weiße Person keine Identifikationsfigur praktisch. Also klar, die Leute, gerade Märchen sind halt in der Zeit entstanden, da gab es, also die ich weiß nicht, wie viele farbige Menschen die Gebrüder Grimm im Normalen gesehen haben. Ja. Ja gut, aber wenn du dir dann von den Gebrüder Grimm auch nur Röschen anguckst, dann war der auch nicht sehr feministisch geprägt.
Man hat ja die Märchen ziemlich stark umgedichtet. Also, ja, eben. Das war's. Dornröschen wurde geschwängert. Ja. Das ist ja. So. Ja. Und also, hat dann Zwillinge zur Welt gebracht, als sie aufgewacht ist. Ja. Was war's? Rapunzel wurde in die Wüste oder irgendwo hin verbannt. Und ja. der Prinz, dem wurden die Augen ausgestochen. Mhm. Die Bastion, mit der bin ich übrigens groß geworden. Das waren schöne Geschichten, ja. Ich auch, tatsächlich. Am Ende gab es noch ein Happy End, aber naja, dem Typen wurden die Augen ausgestochen. Mhm. Und ja. Achso, sie hat auch zwei Kinder bekommen, wieder Zwillinge. Die hatten Zimmy mit Zwillingen. Mhm. Das ist so wahrscheinlich eine deutsche Tradition gewesen. Mhm. Zwillinge. Und guten Abend. Der große böse Wolf bei Rotkäppchen war ursprünglich auch kein Wolf gewesen. Das war eine Bezeichnung für französische Söldner und was der mit Rotkäppchen gemacht hat, der große Wolf, kann man sich auch denken. Also das wurde nochmal umgeschrieben, klar, aber das wurde jetzt zum Beispiel von Grimm ja das erste Mal von Erwachsenen erzählt, also Erzählungen für Erwachsene, praktisch Kinder fertig gemacht. Ja. Aber je nachdem, wenn man sich jetzt gerade an diese Eltern sagen kann, das ist halt kein Wunder, dass da nicht die Diversität drin gewesen ist, weil die Leute einfach die Diversität nicht gekannt haben. Und gerade die Volkssagen sind ja jetzt nicht, also sind halt auch für das normale Volk gewesen, für die Bürger und auch für so eine Mittelschicht eben. Und Überraschung, die Mittelschicht hat damals keinen Urlaub gemacht, die konnten halt auch nicht nach Afrika oder auch einfach nur in überhaupt ein anderes Land einfach so reisen und Urlaub machen oder sich da irgendwie kulturell großartig bereichern lassen. Das kannst du halt nicht mit heute irgendwie vergleichen. Nee, durchaus nicht. Das ist ja auch so das Ding. Es gibt viele Geschichten, die basierten halt auf ihrer Zeit. Also Pipi Langstrumpf hat ja auch noch böse Wörtchen gehabt. Ja. Ja, und heute haben wir Superhelden Schneeflöckchen und Safe Space. Ja, aber das wird ja nicht. Das war ja nicht erfolgreich. Ja, aber ich meine, nur alles bringt kompakt raus. So. Ja, die Geschichtenlegenden und sowas ist alles ein Produkt der jeweiligen Zeit. Ja, eben. Und ich sag mal so, dass du vielleicht nicht unbedingt in deutschen Geschichten so repräsentativ unterwegs bist als schwarze Person. Gut, in Deutschland gibt's jetzt nicht so viele schwarze Menschen. Vor allem nicht 1400 irgendwas. Ja, vor allem nicht dann. Und ja, da kann man davon ausgehen, dass sie vielleicht nicht unbedingt repräsentativ sind. Ja, gut. Okay. Ja. So wie weiße Leute nicht in den Ursprungssagen in Afrika beispielsweise vertreten sind. Zum Beispiel. Das finde ich aber traurisch. Ja, ist traurig. Ja, gell. Fühl dich mal diskriminiert. Ah, nee, wir dürfen uns nicht diskriminieren. Mm-mm. Du bist ja weiß. Das ist halt wieder... Oh, Hanning Haut ist da. Oh, Hallöchen. Aber das... Und Katie. Mm-hmm. Und dementsprechend ist ja, glaube ich, auch das Wichtige eben, dass die Leute mit einem entsprechenden Selbstbewusstsein großgezogen werden. Du musst nicht überall drin vorkommen, du musst dich nicht überall sehen oder halt dich irgendworin identifizieren können. Du bist gut so, wie du bist, und wenn das Mädchen im Fernsehen was Tolles macht und es hat nicht die gleiche Hautfarbe wie du, dann übernehmen das Tolle und fertig. Eben. Das ist Witch Wings. Die ganzen Serien haben ja auch eine Diversität drin gehabt, oder wie ihr vorhin gesagt habt mit Jasmin und Mulan. Ja. Man kann sich die positiven Sachen einfach rausnehmen und für sich selber mitnehmen, oder man lernt von klein auf, wegen jeder Scheiße beleidigt zu sein und sich diskriminiert zu fühlen. Ah, apropos Perfect, please, apropos Ariel. Ich weiß nicht, ob ihr Ariel kennt, aber sie hatte eine gute Freundin, die, ich glaube, war sie gehörlos oder nie? Sie war blind. Gabriella. Sie war eine schwarze Frau, die blind war, also behindert und schwarz. Und das war schön, dass du es gesagt hast. Ja. Und ich kam ein bisschen komisch rüber. Sie war behindert und schwarz. Manch einer mag dir da irgendwie was Böses. Nicht schlimm. Ich habe dann Hashtag not all geschrieben. Das passt schon. Also, wie gesagt, sie hatte sowohl konnte sie nichts sehen, aber sie liebte Musik. Und Ariel konnte ja gut singen. Ohne Witz, ich fand diesen Charakter unheimlich schön und stark und wunderschön, obwohl sie natürlich nicht repräsentativ für mich war, weil ich bin nicht schwarz. Trotzdem, das hat mich nicht interessiert. Das war eine sehr interessante Person. Und du bist nicht blind? Ja, und ich bin nicht blind, ja. Also manchmal schon ein bisschen, aber nein.
Ja, Dude, aber was man bei Kindern sagen muss, die erkennen, ich weiß nicht, wie Dude erkennen Kinder Charaktertiefe? Je nach Alter musst du dich rein pädagogisch daran halten, dass gerade am Anfang muss es immer das jetzt leichte Gut-Böse geben und dann würdest du ab 4, 5 Jahren kannst du immer ein bisschen tiefer reingehen, aber erst 13 kann man, oder ja, 12, 13 kann man von mehr Tiefe ausgehen. Mhm. Ja. Ich hätte übrigens eine farbige Barbie, ist mir gerade eingefallen. Das war meine Lieblingsfarbe sogar. Siehst du? Mhm. Und dabei konntest du sich nicht mit ihr identifizieren. Ja, mit meinen Plätz-Barbies, die ich später bekommen habe, auch nicht. Stimmt, die haben ja echt einen großen Kopf. Oh ja. Und die war auch farbig gewesen. Ja, das und hatte stimmt. Inline anstatt Füßen. Ja, also. Stimmt, ja. Meistens so Latinos, ne, gewesen. Und Schwarze, die Dinger. Die waren auch cool. Konnten und die reden nicht? Ich glaube, die konnten reden, oder? Meine nicht. Meine war so eine fernsteuerbare mit Inline-Skeltern. Also wirklich riesen Füßen. Ja, so Riesenfüße hat man normalerweise nicht, das stimmt. Also ich man würde mich... Normalerweise auch nicht Riesenflippen. Nee, das stimmt. Aber ich würde mich auch eher identifizieren mit bestimmten Charaktereigenschaften. Klar macht man es auch mit dem Aussehen, weil gerade wenn man in der Pubertät ist, dann hat man ja eher überall Struggles mit allem. Dann siehst du dir natürlich Vorbilder, klar. Verständlich. Ja, aber das ist wieder dieses mit dem selbstsicher erzogen werden. Ja, das ist es. Und ich weiß nicht, aber welche Charaktereigenschaften hast du aufgrund der Hautfarbe eigentlich? Eher wenig, oder? Eigentlich keinen, aber das ist dann anerzogen. Ja. Eher dann. Und ich bin auch jetzt nicht stolz wegen irgendwas oder so. Dass ich weiß bin, macht mich nicht stolz oder so. Ich habe ja dafür nichts geleistet. Und Grüße zurück. Die Mullen wurden begrüßt. Ja, aber 13 muss jetzt arbeiten, der Arme. Das stimmt, das tut mir echt leid. Das wollen wir weiter schauen? Ja, können wir gerne machen. Nicht als Herren dargestellt wurden. So war es in den 80ern eben. Damals waren Ola Olu und Tabby auch die einzigen schwarzen Kinder in ihren Klassen. 3 Jahrzehnte später sind sie junge Mütter in Berlin. 40% aller Kleinkinder in Deutschland haben jetzt eine internationale Biografie. Doch Dornröschen ist immer noch weiß und eine Familie hat Mutter, Vater und 2 Kinder. Falsch, sagen Tabby und Ola Olu. Wir brauchen Vielseitigkeit. Dann fände ich es aber besser, neue Geschichten zu schreiben. Nicht Dornröschen schwarz zu machen, sondern eine neue Geschichte über eine farbige, schwarze, asiatische Frau, Mann, was auch immer, zu schreiben. Das ist damit kommt man nämlich, dann bekommt man nicht so einen großen Widerstand, wenn man jetzt sagt, okay, man nimmt eine wirklich historische schon fast Figur und versucht sie in einen neuen Kontext zu bringen, zum Beispiel der Hautfarbe, dann wird man da eher auf Widerstand stoßen, als wenn man eine neue Geschichte erzählen möchte. Ja, klar, wenn ich jetzt... Sorry. Ja, das war's schon. Nee, zum Beispiel die dänische Ariel jetzt farbig machen, ist komplett schwachsinnig. Ich würde ja auch niemals auf die Idee kommen, dass Pocahontas jetzt plötzlich schneeweiß ist wie Schneewittchen. Sagt, alle Kulturen haben ihre eigenen Legenden und Märchen. Nehmt einfach die, die sind schon da. Und die sind auch manchmal ein bisschen schwierig, aber echt schön trotzdem. Also, nehmt die einfach. Positives Beispiel ist doch Moana oder Vaiana, wie es im Deutschen heißt. Mhm. Weil man hat ja Geschichten aus diesem Raum genommen und hat sie in eine Disney-Story dann verpackt, natürlich umgeändert, weil wir wissen alle, dass das Dornröschen nicht so passiert ist und das ist wahrscheinlich dann auch nicht so passiert, beziehungsweise so erzählt worden. Allerdings haben sie eine neue Geschichte gemacht, eine sehr schöne Geschichte, und Moana oder Vaiana ist auch eine Figur, mit denen sich Kinder identifizieren können, ungeachtet der Hautfarbe. Und vor allem, da gibt es Charaktereigenschaften, die halt auch ausgearbeitet sind. Und ich weiß nicht, es reicht nicht, dass du ein Geschlecht hast und eine Hautfarbe. Da muss schon mehr dabei sein, um eine Figur zu gestalten, finde ich. Ja, und ich habe an 3 Stellen, glaube ich, fast geheult in dem Film.
verstehe halt nicht, warum man praktisch anderen Leuten in Anführungszeichen was wegnehmen muss oder halt was, sorry, ich liebe die alten Disney-Geschichten oder ich liebe auch die ursprünglichen Märchen, ich bin mit denen groß geworden, es fühlt sich halt wirklich an, als ob man einem was wegnehmen wollen würde, ja. Wenn man das jetzt komplett umändert, nicht nur die Hautfarbe, aber auch ansonsten, also ich tue mir auch immer noch schwer damit, zum Beispiel Eiskönigin hat ja nichts mit dem ursprünglichen Eiskönigin zu tun. Mhm. Und ich habe bis heute so einen leichten Groll einfach dagegen. Das ist immer, wenn man etwas nimmt, was praktisch ein Stück weit zu einer Gesellschaft gehört, womit die Leute da groß geworden sind und das komplett umändert, ist das schwierig. Und ich verstehe jetzt nicht, warum man wegen der Hautfarbe, also jetzt tatsächlich einfach nur wegen der Hautfarbe, diese Märchen nehmen und dann ja wegnehmen sollte, wenn man eigene hat. Dann muss man sich aber auch fragen, ja, zum Beispiel Mulan wurde ziemlich verwestlicht. Hm. Die Geschichte ist ja auch nicht so wie in der chinesischen Sage. Ja, aber das auch. Ja, das stimmt auch. Sie wurde vergewaltigt und entführt. Ja, aber sie war angeblich halbwegs freiwillig da, angeblich. Dann hat sie Selbstmord begangen. Nein, die hat witzigerweise ist das auch so ähnlich Mulan passiert. In der chinesischen Sage hat Mulan auch Selbstmord begangen am Ende. Ah ja, das kann ich verstehen, dass man umändert einfach ein wenig. Für die Kinder macht schon Sinn, ja. Aber Pocahontas ist in echt an dem Klima gestorben, an irgendeiner Krankheit. Auch spannend. Ja gut, dass man das für Kinder natürlich verschönert, ist klar. Ist nachvollziehbar. Ja, wie gesagt, wir wollen auch nicht hören, wie Don Röschen vergewaltigt wird. Das möchte ich als kleines Gedächtnis nicht erfahren. Das habe ich später einfach gedacht, wow, schön. Ja, ich hatte schon ein paar alte Märchen, jetzt nicht das mit Don Röschen, aber zum Beispiel, dass ich die Stiefmutter von Aschenputtel zu Tode tanzen musste, in heißen Pantoffeln. Das hatte ich in meiner Geschichte. Ja, okay. Auch, dass die Augen ausgestochen worden sind vom Prinzen, der Rapunzel retten wollte. Also die Geschichten, mit denen bin ich als Kind schon groß geworden. Und ich weiß nicht, haben sie mich negativ geprägt? Das könnt ihr entscheiden. Ich habe eine Kinderbibel gehabt. Die war aber wirklich sehr liebenswürdig, finde ich, gestaltet. Definitiv besser als Strubbelpeter. Und Strubbelpeter, glaube ich, sind wir auch alle groß geworden, oder? Ja, das kenne ich auch. Der ist so gut, Kasper, der stirbt ja auch. Ja, das war ein bisschen hart, aber... Man schafft's auch. Um ehrlich zu sein, bis man das tatsächlich ganz, ganz versteht, klar, mit dem Grabstein ist es schon relativ eindeutig, aber Max und Moritz ein bisschen härter tatsächlich, einfach weil die gleich von Hühnern gefressen worden sind oder zu Korn gemäht. Ja, stimmt. Mhm. Da muss man auch, glaube ich, reif für sein, um sowas zu lesen, durchaus. Um darüber zu sprechen. Aber dann müssen die Eltern halt auch Verantwortung übernehmen für ihn. Ja. Würde man meinen. Dazu kommt noch gleich was Witziges im Video übrigens. Ja, ganz kurz, das, was Henning Hand gerade sagt, finde ich geil. Haben die mich negativ beeinflusst? Meanwhile rackst du ganz links mit einem Messer. Na gut. Ich fand das mit dem Messer ehrlich gesagt echt witzig. Ich musste das drin halten. Ja, ich fand das auch ziemlich witzig. Ich fand das passend zu Halloween und so einfach auch. Ja. Ich mag Messer. Das sah schön aus. Die Kombination fand ich schön. Vorhin mit so einem süßen Gläschen und Wachse mit einem Messer. Na komm, egal. Ist, Kinder werden benachteiligt, wenn das nicht da ist. Und Kinder wird nicht Werkzeuge an die Hand gegeben, um die Gesellschaft, in der wir alle leben, zu verstehen, so wie sie ist. Das waren jetzt sehr viele Buzzwords, komplett ohne Sinn. Mhm. Also komplett ohne Sinn. Werkzeug an die Hand geben wäre zum Beispiel Selbstbewusstsein beibringen. Nicht sich als Opfer spielen oder als Opfer fühlen tatsächlich. Und wenn sich das halt in Deutschland auch nicht von alleine verändert, irgendjemand muss ja den ersten Schritt tun und das wollen wir sein. Sie gründen Tebalo, einen Onlinehandel für diverses Spielzeug. Die Idee entwickeln sie gleich an dem Abend, an dem sie sich kennenlernen. Ein Jahr später steht der Shop. In der Tebalo-Spielewelt sind Familien nicht alle gleich. Es gibt mehr als eine Hautfarbe beim Basteln und beim Malen.
Ja gut, sollen sie machen. Ja, von mir aus. Und wenn sie Erfolg damit haben, dann gibt es ja offensichtlich eine Nachfrage und da würde ich mich sehr darüber freuen, dass sie Erfolg haben. Ja. Falls nicht, ja, dann ist halt so. Dann Pech, ich sehe so ein bisschen die städtischen Kindergärten, das Quoten kaufen. Hm. Aber ja, trotzdem, das ist halt in Ordnung, solange es jetzt nicht sonst noch irgendwie subventioniert werden muss praktisch. Also, wenn die es selber machen, klar. Naja, klar, wenn sie das wenn sie das mit eigener Kraft machen, gerne. Ist das farbige Tonpapier gerade eine Erneuerung, oder? Ich hatte nämlich auch schon braunes. Das heißt, wenn in einer Kita zum Beispiel eben diese Stifte zum Beispiel vorhanden sind, dann kann eben ein Kind, was, sag ich mal, weiß ist wie du, nicht einfach sagen, gib mir mal die Hautfarbe. Kennt ihr dieses Meme? Ja. In der Schule, also wo, mit den gemeinten Figuren und dann fragt der Schwarze den Weißen, kannst du mir den Hautfarbenstift geben? Nee, noch nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Und dann hat er einmal diesen beige und einmal diesen braunen und weiß nicht, was er tun soll. Und ich habe mich so oft gefragt, was würde ich in dieser Situation tun? Beide gegeben. Kommen. Genau, beide gegeben. Ja, genau das, einfach hier, nimm einfach alles. Ich entscheide das nicht für die Person. Ich habe immer so rosa schweinisches Zeug genommen und das passt aber auch nicht, weil ich war einfach weiß. Ja, ich habe gelb genommen, weil ich keinen Hautfarbenstift hatte. Deswegen war ich immer gelb. Also was für asiatisch? Ich fände, ich dachte, um echt zu sein, wenn es mit den Simpsons geht, dann wird es auch für stimmt, uns gehen. Ja. Stimmt, die sind ja. Aber die sind nicht alle asiatisch. Nee, die Asiaten sind lustigerweise weiß. Stimmt, ja. Also ja, auf jeden Fall sind es jetzt sehr viele Brauntöne, um echt zu sein, aber die brauchst. Ja. Es ist sehr viel Diversität. Ich glaube nicht, dass. Ja gut, warum nicht, wenn das einer braucht. Ja, vor allen Dingen in der Kita, weil wir wissen alle, wie lebensecht Kinder malen. Ja, gerade am Anfang. Sei froh, wenn es irgendeine Form hat. Und sie hat das schon selber Kita gesagt. Ich bin mir relativ sicher, dass das einfach von den städtischen und staatlichen Einrichtungen benutzt wird. Ich befürchte, dass das vielleicht doch echt so eine Sache ist von. Gibt's nicht braune Stifte, hell- und dunkelbraun und schwarze in jeder Verpackung? Ja, eigentlich schon. Ja. Also, ob es die so pastellig gibt, weiß ich nicht. Aber mit Sicherheit, wenn du eine große Auswahl hast, kannst du alles mal ausprobieren. Natürlich ist es eine nette Idee, dann sozusagen alle Stifte, die eine Hautfarbe sein könnten, zusammenzutun und sagen, ja, okay, gut, hier habt ihr die Hautfarbentöne. Ja, kann man ja machen. Aber theoretisch könnte man auch einfach eine bunte Palette und da sind die wahrscheinlich auch dabei, zumindest so 2 oder 3. Es ist halt auch in dem Fall insoweit schwierig. Also die Idee ist natürlich mit dem durch die. Aber wenn du Kindern ein paar Stifte gibst, das ist eh nicht mehr sortiert. Sobald Kinder so eine Packung in die Hand kriegen, ist alles braun und fertig. Und dann machen die auch wieder so, wie sie wollen. Also, keine Ahnung, das landet alles in einer Riesenschublade mit Wachsmalstiften und mit allen dicken, dünnen Stiften. Und das ist es halt einfach wieder nur braun. Dann ist es halt einfach nur ein brauner Stift. Oder viele braune Stifte, wobei ein paar von denen überraschend grau aussehen, um echt zu sein. Ja, ich dachte mir auch, den ganz rechten, den würde ich nicht für irgendeine Hautfarbe benutzen, außer Fiffern. Vielleicht für tot. Fiffern. Stimmt, ja, für jemand Totes. Wenn der Opa stirbt oder so. Ja. Wir diskriminieren hier niemanden. Das ist Mama, das ist Papa, das ist der tote Opa, als wir ihn gefunden haben, nach dem Herzinfarkt, nach 3 Wochen, als er sich nicht mehr gemeldet hat. Das ist schön, ja. Also ich glaube, ein Kind muss das auch in ihren Bildern irgendwie ein bisschen abarbeiten. Ist ja in Ordnung. Traumata bewältigen. Kann man machen. Absolut. Kognitiv doch. Ich habe schon mehrere Kinder gesehen und ich habe das ja auch als Kind gemacht mit, keine Ahnung, 5. Dass ich sagte, ja, kann ich den Hauptstift, also Hautfarbenstift haben. Stimmt, ja. Da kann man es auch mittlerweile verstehen. Sagt du das sowas?
Also um ehrlich zu sein, bei uns im Kindergarten, die Hautfarbe, die war halt am wenigsten in irgendwelchen Sachen mit dabei. Deswegen gab es vielleicht einen Stift auf das ganze Kita-Gebäude und der war halt immer irgendwo. Ja. Und ich mochte die Hautfarbe nicht von der Farbe her. Ich fand es irgendwie eklig. War mir zu rosig, muss ich sagen. Ja. Nee, ich liebe rosa und so und pink, aber die Farbe fand ich irgendwie eklig. Deswegen, wie gesagt, gelb war immer da und hat mir besser gefallen. Oder halt gar nicht aus. Mein ganz ehrlich, welches Kind malt es überhaupt gerne aus? Stimmt. Häufig nicht, vor allem Gesicht nicht, weil ich das bei vielen Bildern einfach scheiße fand irgendwann. Ja, vor allem meinst du immer auf die Augen und auf die... Ich kann das heute nicht malen. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, die Idee ist interessant und macht aus der Perspektive Sinn. In der Realität weniger. Allein die Stifte sind dünne Stifte, das kannst du sehr jungen Kindern schon mal nicht in die Hand geben. Das wird mit denen nicht brechen, ne? Genau, deswegen haben die eben die dicken, eigentlich meistens. Und zum anderen ist das Konzept dahinter nicht unbedingt gegeben, was ja auch positiv ist, weil die am Anfang gesagt haben, man muss nicht immer darüber sprechen. Ich finde es auch immer komisch, ich weiß nicht, wie viel die mit Kindern gearbeitet haben, aber aus der reinen, weil ich habe eine Hautfarbe, so ein Konzept zu entwickeln, gut, kann man machen, aber es sollte schon sehr bezogen auf die Praxis in der Kita oder in den Schulen sein, finde ich. Und das muss auf jeden Fall bei sein, finde ich. Weil das müssen Erzieher vielleicht auch aufgreifen, wenn die Kinder fragen, warum ist das Kind so und so. Und die Erzieher müssen natürlich damit darauf direkt antworten oder irgendwas tun. Das ist halt auch so ein Punkt, um ehrlich zu sein, wenn du dir heute die Kitas anschaust, vielleicht ist es jetzt auch wieder komplett subjektiv aus meiner Erfahrung raus, aber sei es jetzt in Grundschulen und in Kindergärten, es ist eigentlich immer so ein Poster irgendwo, wo Menschen kleine Kinder rund um die Welt Händchen halten und alle Hautfarben haben. Das Bild gibt es einfach immer und überall. Das stimmt, ja. Ne? Und das und Begrüßungen in allen Sprachen und dieses ganze Zeug. Also ich muss echt sagen, dass ich jetzt wenig Ausgrenzung zumindest heute in Kitas sehe. Und von dem her, die meinten ja, in Deutschland verändert sich nichts. Wenn die Erfahrung in den 80er Jahren so traumatisierend gewesen ist, dann weiß ich nicht, was für Orte die heute besuchen. Vielleicht ist es so ein Berliner Ding. Hm. Ah. Okay. Farbe, weil wenn du mit mir sprichst, musst du schon jetzt präzise sagen, magst du meine, sonst reiche ich dir diesen Ton rüber und es erlaubt ja Kindern auch einfach mal rüber zu sinnieren, ist es das hier vielleicht eher passend für mich oder nö, der Papa ist eher so und die Mama ist vielleicht eher ein bisschen dunkler. Die haben doch vorhin gesagt, Hautfarbe muss nicht immer thematisiert werden. Nein. Oder die Vielfalt muss nicht immer thematisiert werden. Das ist alles werden. Gar nicht so wichtig. Papa, wie dunkel bist du? Ja, das ist irgendwie so das Ding, du stehst mit dem Stiften vor Papa und guckst die ganze Zeit, bist du die Farbe? Bist du die Farbe, Papa? Ich scheiße auf die Hautfarbe. Das kenne ich, aber eher von Make-up. Wenn ich vorm Spiel stehe, okay, ist das meine Farbe oder ist das meine Farbe? Und Überraschung, keine davon war jemals meine Farbe. Ja, das ist leider tatsächlich so. Wirklich mischen und am besten erst die etwas hellere Tagescreme und dann... Ich hab's aufgegeben. Wie gesagt, einfach mischen. Ich habe so viele Fehlkäufe, bei mir rentiert sich das inzwischen. Ich muss ein neues machen. Und ich krieg das alte Make-up von meiner Mama. Chris fragt, ob die noch andere Probleme haben. Ja. Wahrscheinlich, aber mit dem verdienen die Geld. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich. Wie gesagt, ich bin mir immer noch relativ sicher, dass das einfach von staatlichen und städtischen Dingern so zwangs gekauft wird. Weil das genau der Scheiß ist, auf den die abfahren. Wenn Hautfarben keine Rolle mehr spielen, würden auch in den Geschichten die Rollen anders verteilt. Wir hören immer wieder, dass ein schwarzes Mädchen beispielsweise im Theaterstück nicht die Prinzessin spielen kann, weil noch nie jemand eine schwarze Prinzessin gesehen hat. Wer hat das im Kindergarten jemals gesagt? Also ich habe das nicht gehört. Und das finde ich echt traurig, wenn das schwarze Mädchen da nicht mehr die Prinzessin spielen darf, weil Theater ist immer noch was anderes. Aber wer hat es je gesagt? Vor allem in einem Kindergarten. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es eventuell passiert ist. Ich habe mal einen Zwerg gespielt. Liegt es daran, weil ich klein war? Ich glaube, die waren echt so gemein. Ich war auch nie die Prinzessin. Ich war klein und dick. Die waren gemein. Muss ich mich auch diskriminiert fühlen?
Kriege ich jetzt mal Bücher? Nie Theater gespielt, wo ich eine Prinzessin oder wo jemals irgendwo jemand eine Prinzessin gespielt hat. Hm. Ich kann mich nicht daran erinnern. Wir hatten Aschenblödel. Blödel? Ja, Blödel, das war so eine Verarsche davon. Das war dann irgendwie so ein bisschen chaotisch. Das hatten wir aber schon später erst. Da war ich schon auf der Gesamtschule und das war eine AG. Das war später. Also ich wollte früher mal die Prinzessin sein, ich durfte. Hm. Vom Kindergarten an bist du auch dann später in der AG. Aber du bist doch weiß und blond. Hm. Ja, ich war ein alter weißer Mann. Ich war eine Eule und ich war eine Ziege. Eine alte weiße Mann. Darf man eine weiße Ziege? Bitte? Du warst eine Ziege? Ja. Wieso spielst du einen weißen Mann? Traum viele Akrabber. Also, ich war eine sehr überzeugende Ziege, glaube ich, denke ich. Ich bin nur einfach im Kreis gerannt und wir sind andere Ziegen hinterhergerannt. Und eine Blume war ich auch. Ja, stimmt, eine Blume war sehr wichtig, das war gut. Das war schön. Habt ihr alle so viel Theater gespielt? Ich glaube, ich hätte auch eine Blume spielen können. Du wärst eine wunderschöne Blume. Oh, du warst bestimmt auch eine schöne Blume vorhin. Nein, meine Erzieherin hat mich ein bisschen angeschissen. Das ist gemein. Böse Erzieherin. Ich habe meinen Auftritt verpasst. Der ganze Auftritt war, sich einmal hinzustellen. Also Knien einfach nur hinstellen. Ja, Blumen machen halt, was sie wollen. Was kann man dafür? Eben, der Gärtner war einfach schlecht. Das ist nicht meine Schuld. Ich hatte die alle Auftritte. Ich hatte nie einen Theaterauftritt oder sowas. Hm. Das ist schade. Vielleicht bist du einfach nicht weiß genug. Also bitte, du weißt, wie ich aussehe. Also im Chat gibt's auch welche, die hatten keine Theaterstücke. Schade. Das macht Spaß. Hm. Aber wie gesagt, Prinzessin durften wir auch nicht sein. Hm. Das hatten wir auch kaum. Wir hatten eher so Weihnachtsgeschichten oder Nikolaus kommt und die Wicheln, die da drumherum sind oder so. Weihnachtssachen waren bei uns ein bisschen schwierig. Wir konnten zwar in der Kirche was nicht religiös vorspielen, aber zumindest im Kindergarten waren Weihnachtssachen ansonsten nicht so easy peasy. Hm. Du hast gesagt, Raxel, du bist im Keller gehalten worden. Stimmt das? Ritzel-Style. Ja gut, da hast du wenigstens die Verwandtschaft um dich gehabt. Was wir hatten, wenn ich jetzt so kognitiv lese, wir hatten in der 5. und 6. einen verpflichtenden Chor. Hm. Das war bei uns der Fall. Wir haben Instrumente ich musste, gelernt. Nee, nur Chor, also nur singen. Hm, okay. Und als kleines Kind musste ich mal ein Gedicht, der Bratapfel, auf einen Marktplatz vorsagen in meinem Dorf, als ich damals auch im Dorf gelebt habe. Das war ganz süß. So Gedichte mussten wir auch auswendig lernen und vortragen. Das kenne ich noch. Und Flöte habe ich gelernt. Die Blockflöte. Hm. Nein, Dito. Wie kann man ein Ständchen zusammenspielen? Ja, ich kann nach Bruder Jakob, aber auch ganz schlecht. Das kann ich auch noch. Ich will das hören. Eine Blockflöte ist bei meinen Eltern. Ein Special, wo ihr beide Blockflöte Bruder Jakob spielt. Das wäre bestimmt witzig. Oh, ich muss wieder Noten lesen lernen dann. Da muss ich wieder reinkommen. Ich habe so eine Kinderversion davon, das kann jeder spielen. Also die ist wirklich viel zu einfach, aber es hört sich an wie Bruder Jakob. Ja, das ist schon mal gut. Gott, wo ist denn mein Notenblatt? Ich hatte so viele Sachen davon. Das ist alles bei meinen Eltern, glaube ich. Wie gesagt, kann ich den gerne checken. Wollen wir weiterschauen? Wir sind mit der Hälfte durch. Können wir. Den herstellen kann. Wenn aber in den Kitas und Einrichtungen schon Bücher sind, in denen schwarze Prinzessinnen vorkommen, dann wird das nicht in Frage. Ich möchte auch noch mal ganz kurz sagen, wenn ich jetzt als weiße Person aus einer farbigen Legende irgendwie spielen möchte. Oder wenn ich als weiße Person Martin Luther King darstellen will. Wäre nicht so geil. Nee, und vielleicht muss dieses Kind nicht durch den Prozess der Ablehnung gehen, sondern es sagen alle gleich, ah ja klar, genau wie in dem Buch, das wir haben, bist du jetzt die Prinzessin. So und ich ergänze so dazu, wenn das weiße Kind eben auch nicht gelernt hat. Ich glaube, das ist ein Trauma, was sie gerade verarbeiten. Ich glaube, glaub, die wollten Prinzessin sein. Ja, ne. Und die wurden nicht gelassen. Und das wäre natürlich, wie gesagt, extrem traurig.
Das auch, und vielleicht sahen sie nicht so aus wie Prinzessinnen. Vielleicht verhalten sie sich auch nicht wie Prinzessinnen. Vielleicht auch das. Jedes Kind kann eine Prinzessin sein. Das stimmt, jeder kann. Auch der Junge. Alles gut. Das geht. Kann man machen. Mein Bruder war auch nie eine Prinzessin. Er wollte aber auch nie. Aber ich habe echt, das klingt echt so ein bisschen, als würden sie so ihre Traumata aus der Kindheit noch mal ein bisschen ausleben. Ich glaube, die projizieren da halt ziemlich viel wieder auf das eine Thema, das sich halt am besten auch zu Geld machen lässt. Ja, klar. Ja, man muss auch sagen, ich glaube, die 80er waren tatsächlich nicht einfach. Und mit Sicherheit nicht. Für farbige Leute, schwarze Leute. Auch als Pole nicht. Also meine Mutter ist ja 89 nach Deutschland gekommen. Die wurde halt mitten im Amt auch immer wieder angeschnäckelt. Warum kann sie denn so scheiße Deutsch? Ja, die ist einen Monat da gewesen. Also, das war halt eine andere Zeit, ne? Da wurde sie auch noch als dummer Polacke bezeichnet. Ist halt so. Ist halt nicht ja, mehr so. Ja, und es ist auch gut, dass es heutzutage nicht so ist. Ja, natürlich. Ich finde es schön, dass es so nicht mehr ist. Es waren schwere Zeiten. Durchaus. Aber das ist jetzt halt nicht mehr so. Ja, deswegen ist halt ja die Aussage mit dem, es muss... Also, in Deutschland ändert sich ja nichts und irgendwie, man muss jetzt den ersten Schritt halt komplett an der Realität vor. Hm. Oh, Hannigan durfte auch nie Prinzessin sein. Hm. Hm. Oh. Und ja, Snorf hatte recht, der wäre bestimmt wunderschön gewesen. Bring dir ein Kleid. Möchtest du lieber blau oder rosa sein? Hm. Rosa. Das ist mir bei dir Schicksal. Weiß ich es. Erstmal würde ich sagen rosa, aber wenn das Blau auch sehr hübsch ist. Rosa ist am schönsten. Und Chris war auch nie Prinzessin. Tja. Irgendwas haben die Leute verpasst, wenn die nie Prinzessin sein durften. Also sollten wir jetzt ein Fantreffen machen, wo wir uns alle als Prinzessinnen verkleiden? Ja, ja. Das klingt unglaublich, könnte ich machen. Darf ich für Snuff auch ich was aussuchen? Wir bringen Bier und Brokkoli mit und Äpfel und verkleiden uns als Prinzessinnen. Das ist schön, ja. Und jeder. Kein Prinz, nein, Prinzessinnen. Alle Prinzessinnen, alle gleich. Damit sind wir alle gleichgestellt übrigens. Ob rosa, blau, grün oder was für andere Farben es gibt, alle sind Prinzessinnen. Jeder darf Prinzessin sein. Darf auch jeder auf die Frauentoilette? Wenn wir alle als Prinzessinnen verkleidet sind, bestimmt. Dann müssen wir ja auch, wir haben ja Kleid an. So große Prinzessinnen gehabt. Oder es gibt eine Unisex-Toilette, wenn wir Glück haben. Ja. Dann geht das vielleicht auch so. Dann geht es natürlich viel besser. Außerdem, bald darfst du dich auch so fühlen, als ob. Das ist in Ordnung. Bier und Brokkoli, ja, die Verbindung ist echt ziemlich cool. Jeder weiß doch, was ich mit Brokkoli meine, oder? Ja. Okay. Oh, du kannst diese Brownies mitbringen, Fraxel. Boah, da hab ich voll Bock drauf. Ich hab Kekse. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Ui. Du und Snuff können vorbeikommen. Da würden wir tatsächlich mal vorbeikommen. Nur der darf noch nicht mit Zug fahren. Ja, stimmt. Oh mein Gott. Jetzt momentan schwierig, ja. Oder ich komme einfach mal euch besuchen. Hatte ich ja eh irgendwann mal vor. Oh, das wäre cool. Im neuen Jahr. Wir haben bringen euch was mit. Das wäre cool. Wir haben auch einen Platz frei, wo du schlafen könntest. Wir müssten noch so ein Gitter besorgen darunter, weil das ist so ein... Ihr müsst ein Gitter besorgen, ja. Wenn ich zu euch komme. Ja, nein, das ist so ein Bett und da fehlt aber noch dieses Gitter darunter. Da ist die Matratze drauf, aber die ist noch nicht fest. Das müssen wir noch erledigen. Dann kann man da auch richtig drauf sitzen. Warum waren eigentlich alle ein Teil der Königsfamilie sein? Hat die Scheiße nicht damit angefangen? Leopold der Zweite und so? Ja, Ich will ja Marie Antoinette sein. Österreich, aber. Im Übrigen, auch hier wieder Richtung Königs, was klar, die Bekannteren sind eher europäische, aber wenn man sich jetzt gerade die aktuelle Anzahl an Prinzessinnen anschaut, wäre die
Also jetzt mal so getippt. Vor allem du leckst ziemlich stark. Oh, sorry, ist so besser? Vielleicht, du musst mehr reden. Nur wenn ich mir jetzt mal, ich rate jetzt einfach mal, wenn ich mir jetzt anschauen würde, die Anzahl der Prinzessinnen nach Hautfarben, dann würde ich davon ausgehen, dass die weißen Prinzessinnen deutlich weniger sind, einfach weil die Tische woanders schneller verliehen werden, beziehungsweise es größere Königshäuser und mehr Unterfamilien und sowas gibt, die halt auch immer noch da sind. Also man kann sich schon mit farbigen Prinzessinnen identifizieren. Es hat weniger Schlagzeilen. Und auch was nochmal Disney angeht und farbige Prinzessinnen, ich weiß nicht, man kann sich auch einfach als die alte von Küstin Frosch verkleiden. Genau, das war auch ein hübsches. Das war süß, ja. Aber da haben sie auch gemäkelt, dass man die Frau zu wenig gesehen hat, weil sie ein Frosch war. Ja, gut. Ja. Das ist jetzt zu grün, die Hautfarbe. Ja. Das ist nicht weiß und fertig. Ach, und Snuff hat übrigens gerne übersetzt. Ich meinte Bettross. Guck mal. Ha. Das ist so schön. Schön, dass er mich immer übersetzt. Das ist schön. Okay, Snuffka und Honey wollen schon beide Prinzessinnen werden mit Bio und Brokkoli. Ja, das ist schön. Das wäre tatsächlich sehr witzig. Das wäre eine Idee, ja. Ich muss mir noch ein Prinzessinnenkleid holen und Snuff auch. Was ihm kann stehen ja vermitteln. Würde. Ich weiß ja, wo ihr beide wohnt. Mhm. Was ihm wohl stehen würde. Snuffka? Welche Farbe? Er mag schwarz. Tiefblau. Oh, tiefblau wäre eine Idee, ja. Das könnte gehen. Gut, weiter schauen. Wir haben zu viel über Prinzessinnen geredet. Okay. Dass Prinzessinnen genauso schwarz sein können, auch eine Normalität, die sehr eingeschränkt ist. Und dieses, ja, wirklich sprichwörtliche Schwarz-Weiß-Denken ist natürlich auch überhaupt nicht hilfreich, um eben auch ein Gefühl für die Gesellschaft zu entwickeln. Sie sind überzeugt. Ich finde aber, deren Schwarz-Weiß-Denken ist auch sehr groß. Mhm. Ja, man wirft halt das immer den anderen vor. Ja. Ich erinnere nur an wie hieß er nochmal auf Twitter? Kitschu? Ah ja, stimmt, der war auch witzig. Er hatte ja auch übelst das Schwarz-Weiß-Denken. Oh ja. Hat es halt anderen vorgeworfen. Ja. Das ist ja normal. Ja, das ist so. Also das ist ja die Doppelmoral, die man vielleicht bei einem selbst nicht sieht. Gut, hat jeder mal, kann ich verstehen, aber im Zweifelsfall irgendwann mal Selbstreflexion zu ist irgendwann zu erkennen, dass man vielleicht auch selbst an sich arbeiten kann. Weiß ich nicht, vielleicht wäre das hilfreich. Ja, zumindest nicht immer auf Angriff gehen. Und nach dem Motto, man, ja, die anderen wollen, sind böse zu einem. Man selber ist ein Opfer, weil die anderen fies sind. Das ist halt nicht hilfreich, gerade bei einer Selbstentwicklung. Definitiv. Also es ist auch nicht hilfreich, klar, wenn man sich von der Gesellschaft selbst verloren fühlt und mit dem alleine ist, klar. Aber man kann auch viel mit sich selbst tun, weil im Zweifelsfall wirst du die Gesellschaft vielleicht nicht ändern können, aber dafür sich selbst eher. Oder sein Denken damit zumindest. Das ist ja auch dieses Ding, wenn du in der Opferrolle drin bist, dann bist du die Opferrolle und du bist ausgeliefert. Ja. Wenn du praktisch in eine aktivere Rolle übergehst, dann kannst du auch tatsächlich was ändern. Wow. Müssen Chefinnen mit Kopftuch, schwarze und Familien, die anders leben, in ihrer Spielwelt sehen. Nur so können sie sich vorstellen, was sie alles sein könnten. Vielseitigkeit wird einfach gezeigt. In einem Buch übers Schwimmen ist eben ein Kind schwarz. Im Orchester spielen alle Hautfarben mit. Die Gründerinnen wollen in ihren Spielen und Büchern Alltag zeigen. Okay, auch hier noch ganz kurzes. Sehe ich im Echtzeit absolut kein Problem mit drin. Entschuldige, Snuffka. Also an diesem Buch, gut, dass die Mutter im Homeoffice ist. Ich find's aber auch witzig. Also, warum ist es wichtig, das mit dem Schwimmen und Schwarz? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Die können auch schwimmen, oder? Also, was? Also, es gibt ein Klischee, zumindest habe ich das gehört, dass vor allem, aber es waren Kinder aus muslimisch geprägten Familien, nicht schwimmen können. Ach so, okay. Ja. Das gibt es. Ich weiß nicht, wie wahr das ist. Naja, wenn du die Mädchen halt nicht am Schwimmunterricht teilnehmen lässt, dann kann das schon auch flächendeckend dazu führen. Ich habe also
Klar, also ich glaube, das kann halt sowas, also ins reine Vermutung, dass sowas kommen könnte, wäre, bei uns war es tatsächlich in der Grundschule, dass wir dann eben diese Abzeichen mitgemacht haben und dann von der Schule aus schwimmen waren. Und wenn man jetzt natürlich stark konservativ ist und man möchte nicht, dass seine Tochter mitschwimmen kann in einem öffentlichen Freibad, potenziell auch mit männlichen Lehrkräften, dann ja, kann ich mir vorstellen, dass das aufkommen könnte. Aber also, da festsichert mich auch nichts. Ich konnte lange nicht schwimmen übrigens. Erst wo ich 12, 13 war, hat eine Freundin mir das beigebracht. Traumata aus meiner Kindheit, so. Aber ich finde es nett, meine Freundin dich nicht ertrinken lassen wollte. Das ist sehr nett, ja. Das war sehr freundlich. Sie war, hat das gut gemacht. Mein Vater hatte auf die Idee gekommen, es hilft, wenn er mich einfach reinschmeißt und dann mache ich irgendwas. Das hat nicht genommen. Das hat nicht geholfen. Früher hätten wir sowas Hexenprobe genannt, ne? Ja, arme Gabi. Das hat nicht geklappt. Naja, man hat es versucht. Ach, zu Bosetti. Ja, ich wollte nicht zu viel zu sehr sagen. Das steht gerade im Chat. Weil es erst ziemlich gemein wäre, wenn ich jetzt Hassredendes sage, weil ich habe ihr teilweise so, weil ich mit Snoff darüber geredet habe, echt böse Dinge gewünscht. Das wollte ich nicht unbedingt in einem Video haben, deswegen habe ich das ganz lieb gesagt, was ich in dem Video hatte. Bosetti ja, war schwierig. Sarah Bosetti ist echt schwierig. Ja, die, also wenn du das erste Mal das Video guckst, dann treibst du zu Weißglut und ich hatte nur Tweets von ihr gelesen, damit ich das Video nicht nochmal angucken muss, weil ich wäre da echt eklig gewesen. Und das muss auch nicht sein. Also hilft euch auch nicht. Ist schwierig, naja. Das wird nicht weiter erklärt. Sie arbeitet am Computer und der Junge ist dort, aber die Mutter kümmert sich nicht oder sie macht ihr eigenes Ding. Und ist das gut? Schlecht, dass die Mutter sich nicht kümmert. Ich wollte jetzt einfach einen Witz machen, der zudem etwas rassistisch ist. Mutter, wo ist denn der Vater? Aber schön, dass sie dir sagt, dass die Mutter sich nicht kümmert. Also, ja, also ist es jetzt gut, dass Mütter sich nicht kümmern um Kinder oder was? Ich glaube, sie hat sich, tatsächlich ungünstig ausgedrückt. Ja, irgendwie schon. Hoffe ich, dass sie es getan hat. Also ich hoffe, also klar, die Mutter kann ja auch im Homeoffice arbeiten und da kann sich der Vater dann um das Kind kümmern oder so, geht ja alles. Ach so, der Junge macht auch sagen, also es geht nicht. Was würdest du sagen? Ja, ach so, wegen dem Kommentar, ja, ich werde auf jeden Fall noch ein Video machen zu anderen Ansätzen, durchaus. Da war noch ein anderer also Kommentar. Okay. Ich denke immer, du hörst auf zu reden und dann vielleicht bin ich darum jetzt wieder die kümmernde Mutter abzubilden. Was auch total selten ist, dass alleinerziehende Elternteile gezeigt werden, in Büchern und zwar. Aber ist das schlecht, wenn man eine kümmernde Mutter hat? Also, andere Frage, warum soll man Alleinerziehende so abbilden, wenn man sagen möchte, ja, man möchte irgendwie Normalität schaffen. Ich finde es nicht gut, tatsächlich, dass wenn man sagt, ja, okay, es ist auch okay. Natürlich ist es auch okay, wenn Mütter alleinerziehend sind oder Väter. Ja, durchaus. Aber ich finde es nicht gut, dass sie... Nee. Also, mir persönlich hat da was gefehlt. Mhm. Ich bin gut darüber hinweggekommen. Mein Bruder ist weniger gut darüber hinweggekommen. Er hat ein echt schlechtes, echt gestörtes Verhältnis zu seinem Vater, also zu unserem Vater. Mhm. Und das war nicht immer einfach. Es war nicht immer einfach, dass ich ein Kind von einer alleinerziehenden Mutter, die halt auch noch einen Vollzeitjob hatte, war. Und das wünsche ich tatsächlich keinem anderen Kind, außer natürlich, wenn, sagen wir jetzt mal, der Vater oder die Mutter gewalttätig ist, dann abhauen. Oder wenn man sich nicht mehr liebt, ja okay, ist dann auch scheiße. Aber ich würde eine Familie mit zwei Elternteilen, das sage ich jetzt bewusst, zwei Elternteilen, bevorzugen. Ja, also ich denke mir, klar, ist es nicht schön, wenn man alleinerziehend ist und gleichzeitig kann man ja sagen, es ist trotzdem möglich, dass es Alleinerziehende gibt.
die das auch vielleicht gut meistern, aber es ist nicht einfach. Und ich finde, das so zu relativieren, ist auch ein bisschen schwierig. Und häufig sind ja Alleinerziehende, vor allem Mütter. Und da fehlt doch vor allem den Söhnen auch so ein bisschen die männliche Bezugsperson. Weil die Lehrer, die Kindergärtnerin, alles sind weibliche Personen. Stimmt, ja. Das habe ich im Kindergarten auch gemerkt, dass viele Jungs dort, die also so ihre Art zu spielen hatten, denen fehlte es an einer männlichen Person, die mit ihnen spielt. An der erwachsenen Person, weil die Erzieherinnen dort, die sagten sich so immer, die raufen mir zu viel, die sind zu wild. Ja, gut, das sind Jungs, ne? Und da fehlte was. Nicht präzisierend, sondern einfach als, so ist das Leben. Tebalo hat ihr Leben durcheinandergewirbelt. Tabby gab ihre Arme. Okay, warte, ich habe dir gerade das eine Bild gesehen. Mit den Teen, genau hier. Das Lila, ne? Ja. Ich finde Übergewicht bei Kindern nicht cool. Nee. Also finde ich auch, ist nichts, was man jetzt irgendwie positiv benennen sollte, dass du bringst dein Kind halt um, wenn du das von klein auf mästest. Na, vor allem nicht in so jungen Jahren, nee, das ist in keinster Weise gut und gesund. Na, finde ich halt auch nicht cool, mit abzubilden, um ehrlich zu sein. Ja, also klar, Diversität, das gibt's auch mal, aber ich finde, das ist nicht repräsentativ für eine gute Gesellschaft. Nee, definitiv nicht. Das ist krank, wortwörtlich. Also wirklich wortwörtlich. Ja. Es ist halt das, keine Ahnung, ich würde nie ein magersüchtiges Kind, ist darauf auch nicht abgebildet, würde ich auch nicht haben wollen. Also ich möchte eigentlich auch kein starkes Übergewicht, das finde ich nicht als Vorbild in Ordnung. Ja. So hat ihr Leben durcheinandergewirbelt. Tabby gab ihre Arbeit als Psychologin auf, Ola Olo ihre als Kulturwissenschaftlerin. Mhm. Und 2018 setzten sie alles auf eine Karte. Mit Erfolg. Wir waren am Anfang ganz viel auf Kindergartenkongressen und da waren die Erzieherinnen sehr dankbar, weil sie oft auch die Produkte gar nicht finden, von den Produkten nichts wissen und gleich ganz viele Ideen haben, wie sie die im Kindergartenalltag einsetzen können. Und inzwischen ist es so, dass die Kitas tatsächlich sich bei uns ausstatten und wissen, dass sie bei uns diese Produkte bekommen können. Ihr Shop wächst und Tabby und Ola Olo sind Expertinnen für frühkindliche Bildungsarbeit, von der Bundesregierung preisgekrönt. Gib mir mal die Hautfarbe. Auch das haben sie zusammengeschrieben. Wir sind auf jeden Fall dabei, unsere Beratungstätigkeit, unsere Workshops auszubauen und haben ganz viele Ideen noch, was da kommt. Aber es toll. Wo ich die jetzt nicht unbedingt als Expertinnen, als Psychologin und Kulturwissenschaftlerin sehe, aber gut. Soll ja sein. Ja, die sollen ruhig Erfolg mit ihrem Job haben. Das kümmert mich nicht. Ne, ja, können die gerne machen. Das ist auch wieder staatlich gefördert, das eben. Das ist schwierig, ja. Wo ich mir denke, ja gut, die ganzen Erzieherinnen, die ich so mitbekommen habe, oh gut, jetzt war ich aber eine Waldorfpädagogin, die sind nochmal anders geschwurbelt, aber die überwiegende Mehrheit ist doch relativ links und sehr tolerant und, naja, auf so einer Schiene. Wir sind alle gleich. Alles ist toll. Wir sind bunt und divers. Dass das bei denen gut ankommt, kann ich verstehen. Da triffst du ja halt die Leute. Ja. Ja, wie gesagt, was mich da jetzt wirklich mit am meisten stört, ist das Darstellen von übergewichtigen Kindern von starker Adipositas als Vorbild. An dem hänge ich mich jetzt gerade so ein bisschen auf. Ja, das kann ich verstehen. Das ist nachvollziehbar schwierig. Ja. Gerade in Anführungszeichen, wenn wir gucken, wie viel Zucker in so in so Produkten für Kinder stecken. Ja. Und das alles mit einbezieht, das ist nicht gesund. Finde ich generell so ein bisschen schwierig. Weil sie zeigen eine Diversität, aber nicht repräsentativ für die Mehrheitsgesellschaft.
Also ist ja nett, dass es auch andere kleine Kinder trifft. Und ja, Waldorfpädagogik ist ganz schwierig übrigens. weiß ich nicht. Ist schön, wenn das jemanden trifft und dem gefällt's, von mir aus. Ich denke halt auch da, dass wir das offen lassen und dass auch die Kinder sich ein Stück weit einfach frei das aussuchen können. Das ja. kann ja zum Beispiel sein, dass in einem Kindergarten gibt es immer eine Malecke und es gibt immer einen Platz draußen zum Bolzen. Und dass da klar keine Geschlechtertrennung oder ähnliches ist. Das ist auch nicht die Mädchen unbedingt rauswerfen, weil die müssen jetzt auch mit bolzen, wenn die lieber malen wollen. Also, ja. Ja. Wie gesagt, offen sein, Diversität zulassen, definitiv, aber halt nicht mit, also halt, wenn es dein Marketing-Ding ist, dann ist es schon klar, warum die Leute so dafür stehen. Das ist also die verdienen das Geld letztlich damit. Ja. Im Übrigen hatte ich als Kind zum einen natürlich auch diese Kinderbibel, so übrigens auch farbig drin waren, also zumindest dunkler als in den anderen Büchern. Und es war halt eine normale Kinderbibel, jetzt ohne irgendwie diesen Marketingstempel. Und ich hatte auch ein Märchenbuch mit ausländischen Märchen eben drin, also mit mehr orientalischen Sachen. Also neben Ali Baba und den 17 Räubern oder so. 40. 40. Sorry, ich glaube, ich habe 17. Egal. Auf jeden Fall, genau, also neben den Geschichten waren da eben auch andere, nicht so bekannte Märchen aus dem östlichen Raum mit drin, also nah im Osten Raum mit drin. Auch da waren die Leute, waren natürlich die Hautfarbe, die man gerade, weil das eben älter, also Märchen aus der Vergangenheit, klassischerweise, hatten die Leute eben auch die Hautfarbe, die da nur normale praktisch war. Und also ich wüsste jetzt nicht, warum das als Erzieherin, klar, die meisten Sachen in Europa sind eher mit weißen Figuren. Aber wenn ich jetzt ein anderes Buch haben möchte mit farbigen Figuren, ist das auch kein Problem. Ich hatte auch ein Kinderbuch, das war sogar halbwegs, also es war ein relativ bekanntes, war die Hauptrolle praktisch ein Mädchen gewesen, das Feuerwehrfrau werden wollte und diese ganzen Männerjobs, wo eine alleinerziehende Mama hatte und der Junge, der da mit reingekommen ist, der wollte eben Hausmann sein. Also auch da, die Bücher und sowas gibt es schon und ich finde auch gut, dass Diversität abgebildet wird. Nur wie gesagt, wenn das dein ganzer Sinn, das ganze Marketing dahinter ist, dann ist es auch klar, es ist eine Gewinnabsicht dahinter. Ja. Das hast du schön gesagt vorhin. Das ist ein schönes Fazit. Ich überlege, ob ich noch irgendwo ein hübsches Outro habe. Mir fällt es gerade... Ich hatte ein witziges Video gesehen, aber das hatte ich schon mal in einem Video. Das ist dann wiederum nicht mehr so witzig, weil man kennt's. Ich bin Mann in der Menge gut, der war. Bis heute noch nie herausgefunden, ob das wirklich weibliche oder männliche sind oder ob das so alles drumherum ist. Es ist sicher divers. Bestimmt. Also auch Transfrauen und Transmänner, Nonbinäre. Ja gut. Das ist tatsächlich gut. Das ist bestimmt witzig. Die Frage ist, was bekommen die Frauen? Wenn die Männer 72 Jungfrauen bekommen, was bekommen dann die Frauen? Nicht die Hölle? Weiß ich nicht. Steine an den Kopf? Ja, das kriegen die sowieso. Aber wenn die sich gut benehmen, vielleicht den Himmel oder sowas ähnliches. Also auf jeden Fall nicht die Hölle und diese ganzen bösen Höllenfeuer-Dinger. Dazu sagen, wüsste ich jetzt auch nicht. Ja. Was ich übrigens bei Mann in der Menge definitiv mobbelige Kinder finde ich, also was, ja, mobbelig halt einfach ein bisschen kräftiger, aber why not? Das sehe ich da kein Problem. Wie gesagt, bei denen in dem Kartenspiel, also in diesem Spiel, was auch immer das war halt nicht mobbelig oder sowas, das war adipös. Ja, ja, deutlich. Das ja. war in Zukunft tödlich. Das war eindeutig nicht mehr moppelig. Auf jeden Fall ist es gut, Kinder schon mal politisch
zu instrumentalisieren und denen zu sagen, was gut und was böse ist. Früh fängt man damit an, ja. Ich frage mich, was deren Eltern denen so gesagt haben. Und ich frage mich, wie rassistisch das damals war. Man weiß. Wie Rachel auch schon gesagt hat, bis 80er waren sicher anders gewesen. Aber deswegen, es ändert sich schon viel. Es hat sich jetzt einfach schon sehr, sehr viel geändert. Und übrigens, meine Mama und meine Großeltern wurden einfach so leben. Weiß. Und das waren auch Diskriminierungserfahrungen. Also. Und mein Papa seiner Seite, weil die eben arm waren. Mhm. Kann für alles gemobbt werden. Da musst du keine Hautfarbe dafür haben. Nee, da gibt es so einiges. Ich glaube, man findet immer was, wenn man will. Ja. Also, Mobbing geht echt alles. Meine Stimme war's und ich war schüchtern. Da wurde ich auch eine Zeit dafür gemobbt. Gut, die Stimme lässt sich nicht ändern. Kinder sind grausam. Ja, damit muss man auch durchkommen. Alles, was auffällt, ist natürlich auch dafür gedacht, ne? Und es bringt halt nichts, wenn man ein Opfer bleibt. Ja. Wie gesagt, am Selbstbewusstsein arbeiten ja, aber halt nicht sich auf ein Merkmal beigebracht bekommen, sich zu fokussieren. Also Opfer sein ist nicht das, was ich meinem Kind beibringe. Ja, ja, gesunden Selbstbewusstsein, jetzt nicht wegen jeden Pups so, oh mein Gott, du bist aufgestanden, wow. Am Anfang vielleicht schon, wenn es das erste Mal läuft, okay. Aber später muss es auch ein bisschen entsprechend der... Das Alter ist ein bisschen angepasst. Erst mal dein Kind anmeckern, wenn das Mama und Papa gesagt hat, warum es nur so einfache Wörter, zwei Silbenwörter gibt. Lern doch mehr! Manchmal sagt es Mama. Du sprichst Deutsch, du! Das erste Wort, was mein Kind lernen muss, ist Kurva. Hm. Wird es ähnlich. Was heißt eigentlich Mama und Papa auf Polnisch? Mamo, Mama, kannst du auch so sagen. Und Tata ist Papa. Ah, okay. Tata war auch mein erstes Wort. Ja, das hat mich jetzt interessiert, ob das irgendwie deine ersten Wörter waren. Mhm. Bei mir war es wahrscheinlich auch Mama und Papa. Mhm. Tata ist auch sehr leicht, ne? Ja, die sind extra so leicht gehalten. Mama, mhm. Papa, das ist ja auch im Türkischen Anne, ist ja Mama. Ja. Oder wie bei dir da, Tata oder Baba. Hm. Das sind ja alles ziemlich leichte Wörter, Kinder, ja, leicht stimmt, auszusprechen. Ja. Das kommt meistens schon bei diesem ganzen Gebabbel, womit sie ja immer anfangen. Oh, Kinder sind so süß. Das ist echt knuffig. Weißt du, ich sehe so ein kleines Kind oder ein Baby und auf einmal fängt meine biologische Uhr an zu ticken. Macht so Ja. Also du bist die Jüngste von uns, ne? Das stimmt, ja. Ich weiß. Und da fängt's an schon, ne? Aber du siehst es doch bestimmt auch, wenn irgendwie ein Baby vorbeifährt und deine Hormone auf einmal anfangen. Ja, das kennt man, ja. Die sind echt knuffelig. Aber ich mach das auch bei Hunden. Ich bin so, oh. Ja. Die sind auch süß. Bei Kindern drehe ich ein bisschen durch. Also halt bei kleinen Babys, das ist echt teilweise ein bisschen übertrieben, aber ich kann da nicht anders, die Viecher sind so süß. Ja, vor allem, ich hab die schon mal diese ultra süßen kleinen Hände gesehen und dann greifen die immer rum und Finger meistens in den Mund und so arschsüß. Die Klamotten von denen sind so niedlich, ich liebe so kleine Söckchen und Schuhe, das ist sowas von süß. Da kann man auch nichts ex gegen sagen, die sind niedlich. Wenn jemand von euch ein Baby kriegt, ohne Scheiß, ich fahre da hin und überschütte das Ding mit komplettem Babyzeug. Rosa der Klamotten. Das ist süß. Ja. Wenn ich ein Mädchen habe, wird das voll als Prinzesschen. Oh Gottchen. Das tut mir jetzt schon leid. Ja. Kriegt so schöne Kleidchen und Strumpfhosen. Oh Gott, ja. Und da muss ich echt sagen, die türkischen Kinderkleider, die kleinen Prinzessinnen kosten. Also die normalen Kleider, halt, wenn die auf Hochzeit und sowas mitgehen, dann haben die ja auch schon diese kompletten Tüll,
Dinger, die mit Glitzer und dem ganzen Zeug, und ich finde das so arschsüß. Das ist tatsächlich ja. Es gibt doch diese Ganzzugsdinger, die so wie so Sterne aussehen, die sind voll niedlich. Oh, so wie Maggie Simpson. Ja, genau, genau das. Da dachte ich mir so, das gibt's ja auch in echt. Und ich so, boah, oh, voll süß. Wenn es ein Junge ist, dann kriegt ein Patrick Star-Kostüm. Das ist echt witzig. Das ist immer witzig. Also thematisch sind wir eigentlich schon durch hier. Wir drücken uns nur gerade vor dem Ende. Ich glaube schon, ja. Es ist so selten, dass man über Babys sprechen kann. Babys sind süß. Nicht so. Aber mein Freund blickt jedes Mal auf, wenn ich mit dem Thema anfange, und meine Ich glaube, er ist noch nicht so weit. Es ist ja auch in Ordnung. Ich möchte auch kein Baby für mich haben, aber ich will ein Baby an Fingerchen hinhalten können. Wie gesagt, Babys sind immer toll. Das stimmt, die sind süß. Apropos Baby, ich habe ein Auto gefunden. Außer sie schreien. Du hast ein Auto. Ah, ich dachte, du hast ein Auto gefunden. Weil ich Pole bin. Oh, ein Auto! Oh. Aus Versehen gefunden, ich weiß nicht wie. In einer Garage. Aus Versehen. Einem fremden Haus. Dafür kann ich nichts. Stand da einfach und wollte zu mir. Unbewacht. Von drei Kameras umringt. Dann stell's doch nicht dahin, wenn es keiner nehmen soll. Oh, ich habe neulich einen Tweet von Steph Rowan gelesen. Der meinte so, ja, und bei mir sind. Also. Es wurde schon 15 Mal mein Auto eingebrochen, na und? Ich kann das ja alles ersetzen. Man soll sich nicht so aufregen, wenn in dein Auto eingebrochen worden ist in L.A. Das passiert halt. Das ist gut, dass er das so annimmt. Ja. Schön, aber Seth Rogen, nicht jeder kann sich alles wieder leisten. Nee, eigentlich nicht. Nicht jeder ist reich. Nicht jeder, nee. Und man darf sich auch aufregen. Der so, ja, reg dich nicht auf, wenn in dein Auto eingebrochen worden ist. Mir ist das 15 Mal passiert, ich reg mich auch nicht auf. So. Maß der Dinge. In Deutschland würde man kann. Sagen, fahr mit Fahrrad. Ja. Das hat man damals, als ich über diesen Wohnungen da gewohnt habe, ja auch gesagt, als meine Pakete hier reihenweise verschwunden sind. Ja, dann stell dir halt nichts, ne? Oder nimm eine Paketstation. Ich so, ja, danke schön, da klaut irgendein Spasti und ich bin schuld, oder was? Das ist nett. Du musst dich deiner Umgebung anpassen. Ja, natürlich. Ja, ja. Das ist witzig. So, jedenfalls habe ich ein schickes Outro. Mit Babys. Ja. Das ist Silent and Happiness. Baby. 100% wieder gemeint zu Babys. Ja. Nein. Okay, dann danke, dass ihr da wart. Ja. Es hat sehr Spaß gemacht. Ich fand es wieder eine schöne Runde. Und ich streame echt gern mit euch. Und achtet und drauf. Raxel ist jetzt immer bei Sonntag Kittens. An. Guckt dahin. Raxel ist immer die Frauenquote bei den Angry Captains. Da müsst ihr immer gucken. Aber die meisten kennt's ja eh. Ja, ist auch wirklich gut. Ja. Und sie repräsentiert die Frauenquote. Das ist immer über mich lustig. Das ist echt traurig, ja. Das sind so patriarchale Strukturen da bei denen. Die unterbrechen dich auch und nennen dich als Letztes. Gabi, du Roboter. Gabi ist sehr bei mir. Aha! I got you! No, I got you!